Mattersburg, Alfred? Gibt's wieder einen Aufreger? Na, in der Vergangenheit hat diese Begegnung ja immer für gewisse Irritationen gesorgt. Ich erinnere, im ersten Spiel, da waren sehr viele Dinge, die Rapid überhaupt nicht geschmeckt haben. Nach 2:0-Führung nur 2:2 spielen zu spielen und in der zweiten Partie in Mattersburg dann ein Handspiel, das zu einem Tor geführt ist, habe ich damals heftig kritisiert, dass das normalerweise nicht sein darf. Also es gibt bei Rapid Mattersburg immer Dinge, die uns wirklich sehr beschäftigen und ich prophezei, dass das heute nicht anders sein wird. Lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall war bisher bei Rapid gegen Mattersburg ordentlich etwas geboten, auch in Sachen knifflige Entscheidungen. Markus Klimmer. Wer versteht hier eigentlich wen nicht? Das ist doch die Frage. Rapid die Schiedsrichter Rapid? Muss man überhaupt immer alles verstehen? Das hier ist da so ein Paradebeispiel. Das kann doch nicht sein, dass das immer so weitergeht. Die Absicht ist über allem und die kann ich ihm hier nicht unterstellen. Halt. Stopp. Den Überblick zu bewahren ist auch in den turbulenten Duellen mit Mattersburg wirklich nicht leicht. Erste Runde, gleich der erste von insgesamt 7 Ausschlüssen für Rapid, Liga-Höchstwert übrigens. Aber da muss man einfach durchgreifen. Zu Recht finde ich, das war eine böse Aktion. Michel Linter und zu Recht rot. Na bitte, wenn der das sagt. Und sonst? Nach 2:0 für Rapid noch 2:2. Daran sind sie aber schon selbst schuld, oder? Wir sind viel zu tief gestanden. Ist klar, zu zehnt. Wir waren dann schon müde, weil es natürlich viel anstrengender ist zu zehnt. In der 10. Runde dann das totale Durcheinander. Und ein Team, das sich wirklich nicht beschweren darf. 3-mal Tor Mattersburg. 3-mal zu Recht wegen Abseits zurückgepfiffen. 1-mal hier. Das 2. Mal und schließlich das 3. Mal. Gerald Baumgartner ist da gar nicht mehr zu bremsen. Und in der weiteren Hauptrolle der Arm und wo er nicht hingehört. Vor allem natürlich hier in dieser Szene. Es ist sehr bitter für Mattersburg, es tut mir auch leid für sie. Ich kenne aber die andere Seite auch. Ja, und dennoch heißt's immer und immer wieder. Ja, Rapid spielt jetzt gleich im Allianzstadion, Alfred. Pass auf die Frage auf. Ist das Last oder Bürde? Nein, es ist die Heimstätte von SK Rapid, aber eine, die heuer noch nicht das Erhoffte gebracht hat, nämlich Siege im laufenden Band. Man hat schon 3 Niederlagen in dieser Allianz, im Allianzstadion. Das ist für die Ansprüche von Rapid natürlich viel zu wenig. Dass man also 3 Heimniederlagen hat, das darf man mal nur über eine Saison gesehen und selbst da nicht der Fall sein. Jetzt haben wir eine halbe Saison, das ist schon geschehen. Also diese Heimstärke, die wir eigentlich erwarten dürften von Rapid, die ist gar nicht so vorhanden, wie sich die Hütteldorfer wünschen. Ja, das zeigen auch die Werte. Also ist es dort zu spielen, Toni, Last und Bürde. Und genauso war es auch gemeint. Schauen wir mal, 14 Punkte wurden in den ersten 9 Runden erst geholt. Zuletzt setzte es 2 Heimniederlagen und 4 von 7 Ausschlüssen hat Rapid auch zu Hause erlitten. Sind diese Werte für Rapid unterirdisch? Ja, unterirdisch. Man muss das auch ein bisschen beleuchten, wie diese Ausschlüsse zustande gekommen sind. Das sind auch Torraub gewesen und natürlich auch Fouls dabei, aber das zeigt natürlich auch, dass Rapid natürlich auch zu Hause zu Werke geht, so wie sie das gehört normal. Wenn es ein bisschen über die Stränge schlagen, dann schlägt natürlich dann der Schiedsrichter zurück mit roten Karten, aber im Normalfall ist es so, dass wenn es eine richtige Heimstätte sein soll, dann muss auch der Gegner das ein bisschen spüren und dann kommt man natürlich dann einmal in den Genuss, dass man dann ein bisschen zu viel will und da kommen dann auch diese roten Karten zustande. Verfällt Alfred Rapid überhaupt in die Muster vom Saisonstart? Führungen verspielen, viele rote Karten wieder? Nein, ich würde hier nicht von einem Muster sprechen, sondern Rapid hat ein großes und zentrales für mich Problem, das es zu bereinigen gibt und das ist in diesen 18 Runden
evident, aber noch nicht bereinigt worden, nämlich die Abschlussschwäche ihrer Stürmer. Und da muss man wirklich dann jetzt mal genauer analysieren, worauf beruht dieser Umstand. Weil es kann nicht sein, dass Quilitaia und Joelton insgesamt 3 Tore nur erzielen für die Grün-Weißen. Das ist einfach zu wenig und dann muss man eben fragen, warum ist das so? Und vielleicht können wir auch dann Antworten liefern in dieser Hinsicht. Vielleicht liefert es der Trainer, Goran Djuric, der ist jetzt nämlich live an der Reihe und an der Seite von Michi Ganhör im Allianzstadion. Ab zu euch. Ja, Goran Djuric, erkennen Sie solche alten Muster wie zu Saisonbeginn? Nein, gar nicht. Die Öffentlichkeit, habe ich schon mal gesagt, ist sehr, sehr oberflächlich. Wir haben 2-mal verloren zu Hause. Einmal gegen Salzburg, denke ich, kann man verlieren, kann man auch gewinnen. Und gegen Altach waren wir die klar bessere Mannschaft, haben geführt. Es war einfach ein falscher Film, Altach, denke ich. Und da haben wir sehr, sehr gut gespielt. Sehr viele Chancen uns herausgearbeitet. Und ich kann nicht auf die Mannschaft raufhauen, wenn wir sehr gut spielen und verlieren. Das geht nicht. Ich muss als Trainer denken und nicht als Fan. Deswegen verstehe ich aber auch die Leute außerhalb und extern, ist ganz logisch. Aber außer das letzte Match WRC und Sturm Graz, waren unsere Spiele die meisten sehr, sehr gut. Die Resultate haben nicht immer passt, das stimmt, gebe ich zu. Die Stürmer treffen nicht sehr viel, weiß ich, wissen wir auch. Wir haben probiert, das zu analysieren, so weit wie möglich. Manchmal gibt es Umstände im Fußball, die man nicht erklären kann. Und wir arbeiten weiter dran und heute kriegt einmal Joelinton und Berisha die Chance. Ja, warum denn das Ganze? Ist die Geduld jetzt vorbei einmal, vorerst mit Quilitaia? Es ist nicht Geduld, sondern manchmal ist es gut, auch jemanden den Druck wegzunehmen, weil es ist ja auch Druck für den Stürmer, wenn er über Wochen nicht trifft, wobei er gegen Salzburg getroffen hat. Aber er vergibt halt viele Chancen. Und dann ist es vielleicht gut, wenn man ein bisschen Druck wegnimmt und ihn auf der Bank lässt und vielleicht die letzten 20, 30 Minuten bringt, wo dann die Erwartungshaltung nicht so hoch ist, wenn er von Anfang an spielt. Ja, Schwelton vorne, dahinter Berischer, Schobesberger links, Schaub rechts. Was erwarten Sie sich denn da von den vorne? Naja, ich will so ein Spiel sehen wie Salzburg und Altach, nur mit einem anderen Ergebnis. Ich will, dass wir spielerisch gut auftreten, mutig und dass wir Chancen rausarbeiten, aber die wir auch heute machen, hoffentlich. Auch zu Hause, wieso ist man denn keine Heimmacht? Das Stadion, ist das eine Bürde? Nein, denke ich nicht, aber wie gesagt, gegen Salzburg, glaube ich, kann man verlieren. Und gegen Altach, wie gesagt, das wird wahrscheinlich nicht mehr oft vorkommen, dass wir 2 rote Karte bekommen, 4-mal allein aufs Tor laufen und die Tore nicht machen. Da sind wir eben selber schuld. Die Heimmacht ist halt zurzeit noch nicht da, wie sie sein sollte, aber ich bin spielerisch mit den meisten Spielen sehr zufrieden gewesen. Sie schauen jetzt wieder auf die Tabelle. Jetzt schon, irgendwann muss ich auf die Tabelle schauen. Letzten 2 Spiele vor Ende ist für mich die Tabelle interessant, weil es ja auch ein Ziel ist von uns, unter die ersten 3 zu kommen. Und da müssen wir heute gewinnen und dann wird das alles auch so sein, wie wir uns das vorgenommen haben. Wenn Sie auf die Tabelle schauen, ist das ein Muss-Sieg heute? Auf jeden Fall. Druck hin, Druck her. Wir wollen unbedingt gewinnen. Das muss die Mannschaft heute wissen. Das wissen wir alle. Wir haben den Fans was gut zu machen durch die 2 Niederlagen zu Hause. Und wir wollen einmal wirklich wieder mal gewinnen hier. Das wird Zeit. Wir wollen zurück in die Erfolgsspur. Dürtchen, danke fürs Gespräch. Alles Gute heute. Naja, das hat ja fast so geklungen wie wir müssen zurück in die Erfolgsspur. Toni, er verlangt was von seinem Team, er verlangt wohl auch was von Joelton. Möchtest du auch was zu den Stürmern sagen? Ja, der absolute Albtraum für einen Stürmer ist, wenn er nicht trifft. Und bei Rapid ist es wirklich eklatant, dass die Stürmer halt wirklich von 3 Metern die Starthalle nicht treffen. Und das ist das große Problem dabei. Aber man hat versucht, mit dem Željko Radović einen Individualtrainer zu holen für die Stürmer, hat jetzt auch nicht so funktioniert. Und ich höre jetzt auch nichts mehr von der ganzen Geschichte, vielleicht ist das schon wieder ad acta gelegt. Aber Spaß beiseite, ich glaube einfach, dass es an der Zeit ist, dass die Stürmer zu treffen anfangen, weil natürlich der Trainer ja auch irgendwo dann einmal gefragt ist, wenn seine Stürmer, die er immer wieder aufstellt, dann nicht treffen. Wie geht das mit dem Steffen Hofmann eigentlich weiter, glaubst du? Ist schon wieder nicht im Kader. Das tut mir ein bisschen leid für den Steffen Hofmann, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil der vielleicht tut es dem Trainer auch leid, der hört uns noch zu. Wenn es noch mir gegangen wäre, oder ich sage jetzt einmal, dann hätte er im Sommer aufhören müssen. Das wäre gerecht gewesen für ihn, ein sehr verdienter Spieler. Jetzt verdürrt er da auf der Bank oder gar nicht dabei. Das ist für einen Spieler wie den Steffen Hofmann eigentlich nicht würdig, so ein Abgang. War eine dreiviertelte Ewigkeit Kapitän beim SK Rapid. Apropos Kapitän, Alfred. Was darf ein Kapitän? Was darf ein Kapitän nicht? Wenn wir den Kapitän in einem Fußballspiel meinen, dann ist das eigentlich ein
sagen wir so. Ich habe nicht das Traumschiff gemeint. Ja, aber das hast du eben nicht genau gesagt. Kapitäne gibt es auf Schiffen, auf Flugzeugen. Die IS hat sogar, ISS hat einen Kapitän. Also, danke für das zweite S. Ja, gut, aber im Fußball hat der Kapitän eigentlich keine besonderen Befugnisse. Es ist eigentlich mehr eine symbolische Sache, die einem Spieler verliehen wird, um ihm zu zeigen, dass er innerhalb der Mannschaft eine Stellung hat, die ihn heraushebt, mehr oder weniger. Aber legistisch betrachtet hat das überhaupt keine Bedeutung. Selbst dieses, er kann zum Schiedsrichter gehen und mit ihm plaudern. Wir haben heute schon gehört, du verstehst mich nicht, hilft auch nicht viel. Also Kapitän ist nur ein, wie soll ich sagen, im Fußball ein Titel ohne Mittel. Ein Titel ohne Mittel, es war auf jeden Fall viel Wind um den Rapid-Kapitän in jüngster Zeit. Christoph Jochum hat Stefan Schwab in dieser Woche getroffen. Stefan Schwab ist nachdenklich in diesen Tagen. Einiges prasselt auf ihn ein. Das ist jetzt rundherum sehr aufgebauscht worden. Ich habe in den letzten Tagen und vor allem in den letzten Wochen sehr viel selber mitbekommen, habe natürlich auch was gelesen und gehört von anderen Leuten. Und deshalb ist mir wichtig, dass ich das heute da abschließe und mir eine Sache klarstelle, die mir einfach wichtig ist. Aber der Reihe nach. Das Spiel gegen Red Bull Salzburg. Kvilitaia erzielt ganz klar per Hand das vermeintliche Ausgleichstor. Schiedsrichter Markus Hameter aberkennt nach kurzer Rücksprache mit dem vierten offiziellen Dieter Muckenhammer den Treffer. Im Stadion kursieren falsche Gerüchte über einen vermeintlichen Videobeweis. Stefan Schwab wird nach dem Spiel darauf angesprochen. Der vierte Schiedsrichter hat nach dem Spiel zu mir gesagt, er hat es live gesehen. Ich habe jetzt schon von anderen Seiten gehört, dass er es über Fernsehbilder gesehen hat und dann durchgesagt hat, ja, dadurch, dass es Hand war, müssen wir es akzeptieren. Mit etwas Abstand sieht Schwab seine Aussagen folgendermaßen. Ich habe das Gerücht so weiterverbreitet, ich habe das im Interview so formuliert, dass ich gesagt habe, ich habe von anderen Stimmen gehört, dass es vielleicht einen Videobeweis gibt. Ist sicher ein Punkt, den ich nicht unbedingt sagen muss, ist klar. Ja, es war dann aber jetzt überhaupt kein Angriff auf den Herrn Muckenhammer. Besondere Brisanz erlangt das Thema durch die Morddrohung gegen Dieter Muckenhammer und die scharfe Kritik des Schiedsrichters an den Aussagen von Stefan Schwab. Für mich waren schon gravierende Aussagen am Sonntag vom Herrn Schwab, der im Endeffekt eigentlich am Spielfeld gestanden ist und nichts mitbekommen hat, wie oder was passiert ist und dann im TV-Interview bzw. in den Medien dann sagt eben, dass ich eigentlich den Videobeweis genommen habe oder im Fernsehen das gesehen habe. Und darum muss ich sagen, das ist für mich ist das charakterlos. Ne? Ich muss mich dann schon auch verteidigen, weil dass ich keinen Charakter habe, das geht dann glaube ich auch zu weit. Und das ist schon ein persönlicher Angriff auf meine Person. Und da ist auch Absicht dahinter. Und ja, aber wie gesagt, im Fußball gibt es nichts, was man nicht bei Gesprächen klären kann. Deeskalation ist jetzt gefragt. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass vereinsverantwortliche Schiedsrichter, Spieler wieder einen respektvollen Umgang miteinander haben. Das ist ganz wichtig, weil wir alle natürlich eine Vorbildfunktion haben. Stefan Schwab hat einiges zu verarbeiten im Moment. Auch sportlich. Die beiden Niederlagen gegen Salzburg und vor allem die gegen Alltag. Schmerzhaft. Nach dem Schlusspfiff kommt es zu einer Meinungsverschiedenheit. Wenn man keine Emotionen mehr zeigen darf, dann ist man fehl am Platz und im Grunde genommen ist ja auch nichts passiert. Ich habe den Alltag auch nicht irgendwie verletzt, der hat mich nicht verletzt. Ja, es schaut natürlich blöd aus, ist ganz klar. Aber im Grunde genommen war das für mich nach dem Spiel wieder abgekackt und es wird natürlich nach außen dann sehr groß gemacht. Aber ja, es tut mir leid, dass ich sowas gemacht habe. Aber wie gesagt, die Emotionen gehören dazu. Von dem her ist es erledigt. Stefan Schwab macht sich Gedanken. Als Rapid-Kapitän steht er unter ganz besonderem Druck, unter ganz besonderer Beobachtung. Das kann auch eine Bürde sein. Ja, scheint nicht so einfach zu sein als Rapid-Kapitän. Wie gewachsen, Toni, ist da dieser Rolle? Du warst selbst Kapitän am Ende deiner aktiven Karriere bei der Austria? Ja, ich glaube schon, dass es natürlich eine Aufgabe ist, die man wahrnehmen muss. Und ich bin nicht ganz dabei, dass es nur ein Titel ohne Mittel ist. Er ist doch irgendwo auch ein verlängernder Arm vom Trainer, wenn man so will. Und er ist halt einer, der auch positiv vorangehen soll als Wortführer sozusagen. Aber für Stefan Schwab ist es natürlich auch eine Ehre, wenn er Rapid-Kapitän ist. Und dessen muss er sich gerecht werden. Und er sagt völlig richtig,
Er ist auch ein Vorbild und dementsprechend muss man sich auch präsentieren. Hast du gut zugehört, Alfred? Ist kein Titel ohne Mittel, nur weil du keiner warst. Nein, ich spreche eher aus Erfahrung, dass ich selber Spieler war, beziehungsweise auch Trainer. Meine Mitspieler oder diejenigen, die Kapitän waren, haben nicht besondere Befugnisse gehabt und waren auch nicht verlängerter Arm vom Trainer. Vielleicht ist das ein wenig zu übertrieben. Aber ich muss trotzdem etwas loswerden. Ja. Und zwar hinsichtlich von nochmal von Schwab, wie er hier gemeint hat, dass er Emotionen haben darf und soll. Hinter dem stehe ich und hinter dem werden alle stehen, die Fußball lieben. Fußball und Emotion gibt es nicht. Aber das, was wir dort gesehen haben am Schluss, war ja nicht Emotion, sondern Aggression. Und das ist ein großer Unterschied. Also wenn er jetzt nicht zurückgehalten worden wäre von seinen Mitspielern, hätten wir dort vielleicht noch einen Boxkampf erlebt. Und das ist Aggression und das hat aber nichts verloren im Fußballfeld. Daher, er sollte hier schon aufpassen, dass er Emotionen ja, aber Aggressionen nein. Und wenn er diese Energie, die er in diese Aggression gesteckt hat, in positive Emotionen steckt, dann wird er für Rapid sehr wertvoll sein. Vielleicht hat er die Außendarstellung des SK Rapid jetzt repräsentiert. Wie findet denn ihr die momentan, diese Außendarstellung? Ja, Außendarstellungen haben ja zwei Seiten. Eine, die sozusagen das Objekt selber sendet und das andere, dass die diese Dinge aufnehmen, dann interpretieren anfangen. Und man könnte also sagen, bei Rapid ist alles in Ordnung, nur wir interpretieren das alles viel zu aufbauschend und viel zu schlecht. Es könnte aber auch sein, dass es der Wahrheit entspricht. Sprich, das, was Rapid sendet, ist das, was wir dann sozusagen auch transportieren im unter Anführungszeichen negativen Sinn. Also da sollte sich jeder eine eigene Meinung bilden. Meine ist, wie so immer, liegt alles irgendwo auch zwischen den Extrempolen in der Mitte. Wir hätten zu all diesen Polen auch gerne mit dem Präsidenten gesprochen, mit Michael Kramer. Der ist heute wohl im Stadion, aber möchte uns kein Interview geben mit der Begründung, es ist in letzter Zeit schon genug gesprochen worden. Toni, finden wir schade, oder? Ja, ist eine Entscheidung. Für mich bleibt einfach nur ein Satz übrig, der so heißen muss, dass Morddrohungen im Fußball keinen Platz haben. Und daher muss man auch wirklich auch bei der Wortwahl, wie man dem Ganzen dann entgegnet oder begegnet, dann auch aufpassen, weil da kommt es dann dazu, dass solche Dinge dann entstehen, dass das aufgebauscht wird. Und wenn man klar Stellung bezieht dazu, von Haus aus, dass man sagt, das geht gar nicht, dann ist es für mich einfach notwendig, dass man diese Aussage auch trifft. Auch wenn dann etwas zurückgerudert wurde. Wärt ihr heute gerne Schiedsrichter dieser Partie? Nein, auf gar keinen Fall. Also derjenige, der dieses Spiel pfeift, Sebastian Gieshammer, genau, ist heute wirklich unter Beobachtung von den Zuschauern, von den Spielern natürlich, die also hoffen, dass er eine ordentliche Spielführung macht, von uns auch. Also ich beneide ihn nicht, aber es ist eine große Auszeichnung. Er ist ein sehr talentierter Schiedsrichter und ich glaube, dass er sehr viel zu arbeiten haben wird heute. Wärt ihr gerne Baumgartner heute? Der hat noch nie auswärts verloren beim SK Rapid. Und hat auch gegen die Salzburger sehr lange gut mitgehalten mit seiner Mannschaft. Und ich glaube schon, dass er eine Idee hat, wie er den Rapidlern diesen Abend oder diesen Nachmittag eben auch versauen möchte. Und der Baumi, ich kenne ihn schon sehr lange, ist ein alter Fuchs. Und ich denke mal, dass er den Rapidlern da einiges zum Knabbern aufgibt heute. Der Mann hat immer eine Idee und vielleicht hat er auch Michi Ganhör in seine Ideen eingeweiht, das Interview des Mattersburg-Trainers. Ja, Gerald Baumgartner hat in seiner Trainerkarriere bei Rapid noch nie verloren. Sind das die Spiele, wo sie ihre Emotionen, ihre Leidenschaft am besten auf ihre Teams rüberbringen können oder woran liegt denn das? Naja, es gibt sicher Gegner, gegen die tut sich der Gegner ein bisschen schwerer und vielleicht oder hoffentlich sind wir auch heute wieder ein sehr unangenehmer Gegner. Und ja, gegen Rapid haben wir viele Spiele gut gespielt und das brauchen wir aber heute auch, ein sehr gutes Spiel, um Punkte mitzunehmen und das ist auch das absolute Ziel heute. Bei Rapid herrscht wieder mal ein bisschen Unruhe von den Ergebnissen her. Wie kann man denn das heute ausnützen? Ausnützen kann man es nur, wenn man selber seine Hausaufgaben macht, wenn wir versuchen, unseren Matchplan umzusetzen, also
im Weststadion ist natürlich in der Allianz Arena, in der neuen Allianz Arena ist natürlich Rapid der haushohe Favorit gegen uns, aber wir haben auch Waffen, wir haben auch gute Mittel, um Rapid Punkte wegnehmen zu können, und wenn wir den Matchplan umsetzen, wenn wir sehr aggressiv sind, wenn wir gut gegen den Ball arbeiten, wenn wir viel Laufarbeit verrichten, wenn wir in Ballbesitz selber mutig sind und schnell nach vorne spielen, schnell umschalten, dann kann es durchaus möglich sein, dass das heute erstmal ein sehr interessantes Spiel wird. Und zweitens mal wollen wir unbedingt Punkte mitnehmen. Sie beginnen rechts mit Okugawa. Ist das auch so eine Waffe vielleicht am Bolingoli? War ja auf dieser Seite zuletzt ein bisschen anfällig. Naja, Oku spielt deswegen, weil er einfach jetzt eine sehr ansteigende Form hat und weil wir glauben, dass wir rechts mit dem Lois Heller und mit dem Okugawa ihre linke Seite, womöglich mit Schobesberger und Bolingoli gut zustellen können und auch selber sehr aktiv sein können. Rapid auswärts, das sind die geilsten Auswärtsspiele, sagt der Mattersburg-Trainer. Alfred, welche Chance hat Mattersburg heute? Naja, gut, für meinen Geschmack eine geringe. Ich glaube, Scholten wird heute explodieren und uns allen eines Besseren belehren. Toni lacht. Ja, ist meistens so. Wenn Stürmer dann kritisiert werden, dann drücken sie ab und ja, hoffen wir das Beste, dass viele Tore finden. Und dann heißt es vielleicht, Jelko Radovic hat mit den Stürmern endlich richtig gut gearbeitet, genau, im Training. Danke, meine Herren, für die ersten Einschätzungen an Rapid gegen Mattersburg, liebe Zuschauer. Für Sie jetzt kommentiert von Thomas Trucke. Rapid war 12 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen. Dann kamen die Heimniederlagen gegen Salzburg und Altach und die enttäuschende Leistung beim 0:0 in Wolfsburg. Und schon hängt in Hütteldorf der Haussegen wieder ein wenig schief. Schönen Nachmittag und herzlich willkommen im Allianzstadion. Mit dem Spiel zwischen Rapid Wien und dem SV Mattersburg beginnt die 19. Runde in der Bundesliga und damit auch die Rückrunde. Der Dritte hat den 8. zu Gast. Ja, und für ihn, für Mario Sonnleitner, den Sie da ganz hinten sehen, ist es heute ein besonderer Tag. Er steht unmittelbar vor seinem 350. Bundesligaspiel. Seit 2010 spielt der 31-jährige Steirer für Rapid. Sein Debüt in der Bundesliga hat er einst noch für den damals noch großen GRK gegeben. Das war im März 2005, also vor 12,5 Jahren. Sonnleitner heute von Anfang an dabei bei Rapid, weil Max Hofmann angeschlagen ist. Thomas Murg ist erkrankt, deshalb kehrt Veton Berisha zurück und spielt zentral offensiv hinter der einzigen Sturmspitze, hinter Joelton Schobesberger, fit genug für die Starterelf und deshalb natürlich gesetzt bei Goran Djuricin. Bolingoli kommt nach Ablauf seiner Sperre retour und Kvilitaja muss heute also auf die Bank und das ist wohl wenig überraschend nach seinen Vorstellungen gegen Altach, wo er zum Teil unglücklich agiert hat, und in Wolfsburg. Und für den Ehrenkapitän der Rapidler, für Steffen Hofmann, ist heute wieder kein Platz im Kader. Rapid natürlich Favorit. Die Hütteldorfer sind seit 9 Bundesligaspielen gegen den SV Mattersburg ungeschlagen. Allerdings, die Mattersburger haben hier im Sommer schon einen Punkt geholt. Der Schiedsrichter zuletzt bei Rapid-Partien immer wieder im Mittelpunkt. Heute heißt er Sebastian Gieshammer, der 29-jährige Bauingenieur Salzburg, leitet erstmals ein Spiel mit Rapid-Beteiligung. Und die beiden Kapitäne Stefan Schwab und Nedjelko Malic. Gerald Baumgartner, der Trainer des SV Mattersburg, nimmt im Vergleich zum 1:0 Heimsieg gegen den LASK in der Vorwoche nur eine personelle Veränderung vor.
Masaya Okugawa kommt anstelle von Andreas Gruber ins Team, weil sich der Trainer vom Japaner mehr Geschwindigkeit erwartet. Okugawa sei auch in den 1 gegen 1 Situationen derzeit besonders stark, weil eben auch richtig gut in Form. Ganz vorne spielt wieder Markus Pink, der Siegestorschütze gegen den LASK. Auch deshalb, weil der Ex-Rapidler Stefan Meierhofer heute nicht zur Verfügung steht, weil er gesperrt ist. Die Defensive bleibt ohne Veränderung. Lercher spielt zum zweiten Mal in Folge links in der Viererkette. Und da haben sie den Major, der sich, so scheint es zumindest, immer noch heimisch fühlt hier in Hütteldorf. Rein in die Partie. Mattersburg hat Anstoß, spielt in den dunkelroten Trikots in Hälfte 1 von links nach rechts. Erstmal Cesar Ortiz lässt Berischer aussteigen und geht dann ins Duell mit Joelton. Das war keine gute Idee. Ljubicic auf Luis Schaub. Und dann Stefan Auer. Und nächste Unsicherheit von Ortiz, für den diese Partie also nicht wirklich glücklich beginnt. Ja, Schobesberger. Zuletzt hatte er in Wolfsberg als Joker die große Chance, das Spiel zugunsten der Mannschaft von Goran Djuricin zu entscheiden. Ist aber an Kofler gescheitert. Und so gab es eben dieses doch enttäuschende 0:0 für die Rapidler in Kärnten. Malic geht auf Nummer sicher, das ist man bei ihm gewohnt. Und erstmals Richard Strebinger, der in dieser Woche also seinen Vertrag bis 2022 beim SK Rapid verlängert hat. Bolingoli nach Sperre wieder retour und etwas Platz für Berischer, aber dann kommt die Attacke von Seidel. Schobesberger. Dann Höller vor Bolingoli am Ball und Bolingoli war zuletzt dran. Es gibt Einwurf für die Burgenländer. Etwas Platz für Stefan Schwab. Guter Ball rüber auf Schaub. Auer hinterläuft. Schaub zieht nach innen, aber der Doppelpass mit Joelton funktioniert nicht. Der 49. Bundesligaspiel heute für Joelton. Insgesamt hat er bisher 11 Tore erzielt. Also wird eigentlich Zeit, dass er explodiert, wie es unser Experte Alfred Tata eben gesagt hat. Lercher verliert den Zweikampf mit Schaub. Ljubicic zuvor ein Fall von Seidel an Berischer geahndet. Vidon Berischer nach Hüftproblemen seit Anfang dieser Woche wieder voll im Training bei Rapid. Deshalb heute also im Einsatz, weil eben Thomas Murg kurzfristig ausfällt. Insgesamt 4 Umstellungen damit im Vergleich zum 0:0 in Wolfsberg am vergangenen Wochenende. Pink auf Berlack. Ein Missverständnis mit Okugawa, der da kurz gegangen ist. Zehntes Bundesligaspiel für den 21-jährigen Japaner heute. Das einzige Tor hat er bisher beim 3:1 Auswärtssieg bei der Austria vor rund einem Monat erzielt. Übrigens damals ist der Schiedsrichter wie heute Sebastian Gisamer. Okugawa, nach diesem Ball hätte er sich ruhig annehmen können. Schwab gegen Berlak, Ljubicic. Rapid versucht reinzufinden in diese Partie. Und der Druck ist natürlich da,
nach drei sieglosen Spielen, vor allem nach den beiden Heimniederlagen gegen Salzburg und vor allem gegen Altach Kalau. Stark gegen Höller und dann schließt er nicht ab und bringt den Ball auch nicht zur Mitte. Die Möglichkeit wäre da gewesen. Aber Rapid versucht hier von Anfang an dominant aufzutreten. Wieder Joel Dom. Berisha. Schaub. Und es gibt wieder Freistoß für Rapid. Logisch, dass Mattersburg versucht hier von Anfang an tief zu stehen und in der Defensive gut formiert und organisiert zu agieren. Diesen Freistoß für Rapid ausführen. Er kommt gefährlich, aber nicht gefährlich genug für Markus Kuster im Tor des SV Mattersburg. Höller mit Tempo. Der harte Einstieg von Schobesberger, der hier zu spät kommt. War schon weg und dann kam die Attacke von Schobesberger. Schütze der Gieshammer belässt es bei einer Ermahnung für den ehemaligen Schützling des jetzigen Mattersburg-Trainers. Aber schauen Sie mal, Ball ist weg und dann kommt es zum Zusammenstoß. Muss er nicht mal so hingehen, Schobesberger? Keine Frage, aber es war auch kein Tritt da vom Rapid-Offensivspieler. Höller wieder auf den Beinen, alles wieder in Ordnung und den Freistoß führt der Kapitän aus, Miguel Komaric. Abseitsposition von Pink, Partie ist unterbrochen. Kein Grund zur Aufregung. Gute Spielverlagerung von Schwab, Lercher kommt nicht richtig in den Zweikampf mit Schaub. Jetzt ist Lercher eher am Ball als Auer, macht das geschickt, es gibt Abstoß. Ja, Michael Lercher hatte wie in der Vorwoche also links in der Viererkette bei den Mattersburgern, der unter 21 Nationalspieler, der im Sommer von Wacker Innsbruck ins Burgenland gekommen ist. Zweikampf, Joel Dorn gegen Seidel. Bis auf Pink, alle Mattersburger hinter dem Ball. Die beiden, die offensiv stark sind, die flink sind an der linken Flanke, die man möglicherweise dann defensiv ihre Probleme haben könnten. Und das ist eben das, was Gerald Baumgartner vor der Partie im Interview angesprochen hat. Aktiver als seine Spieler in der Anfangsphase, Gerald Baumgartner, der Mattersburg-Trainer. Und dort wollte Pink den Ball eben nicht hinhaben.
Schobesberger gegen Höller. Goli kommt, aber dann war einfach viel zu viel Verkehr da. Und dann ist irgendwie der Corner das Optimum, was Philipp Schobesberger herausholen konnte aus dieser Situation. Entscheidend, dass hier César Ortiz den Zweikampf verliert gegen Schwab. Und Schobesberger vielleicht auch etwas eigensinnig in dieser Aktion. Aber zumindest erster Eckball im Spiel für Rapid. Schobesberger, Malic kommt nicht dran. Da wird es erstmals richtig gefährlich. Und Lercha rettet für den bereits geschlagenen Kuster auf der Linie. Erste Top-Chance im Spiel für Rapid nach dieser Standardsituation. Kopfball von Joelton oder doch eher von Höll aufs eigene Tor. Dann fällt der Ball irgendwie auch noch Luis Schaub vor die Füße. Möglicherweise auch Ortiz dran. Joelton auf alle Fälle auch. Und dann rettet eben Lercha deutlich vor der Linie. Und Rapid kommt schon wieder über Schobesberger. Wieder fordert Gerald Baumgartner seine Spieler auf, aggressiver, konsequenter dazu Sache zu gehen. Calvao im Zusammenspiel mit Mario Sonnleitner. Spiel mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Dynamik gut tun soll. Höller läuft in Schaub hinein, bekommt zu Recht, wie ich meine, den Freistoß. Für die Standards beim SV Mattersburg, wenn es in die Nähe des gegnerischen Tors geht. Heute nach seiner langen Verletzungspause in seinem 5. Saisonspiel und Malic natürlich mit vorne, um da jetzt möglicherweise diesen hohen Ball zu erwischen. Beinahe wäre es soweit gewesen und wieder ist die Fahne oben des Assistenten von Christian Riegler. Und die Entscheidung ist korrekt. Malic ganz knapp, aber doch im Abseits und da geht er dann auch ganz deutlich Richtung Ball. Sonnleitner gestört von Pink. Und dann ein unnötiges Foul von Seidel an Berisha. Sie haben mal die Möglichkeit da gewesen, schnell umzuschalten. Der Pass auf Perlak kommt aber zu spät, um wirklich einen schnellen Konter zu fahren. Okugawa gegen Galvao. Es gibt Einwurf. Perlak überlässt Höller den Ball. Ich habe mit dem Rücken zur Kamera ist der vierte Offizielle, René Eisner. Strebinger kommt mutig, selbstbewusst raus aus seinem Kasten und hat letztlich dann alles richtig gemacht. Mit etwas Glück wohlgemerkt.
ist eine Viertelstunde vorbei. 78% Ballbesitz für Rapid in dieser Anfangsviertelstunde. Das ist sehr viel. Schwelter deckt den Ball geschickt ab gegen Cesar Ortiz und dann das nächste Foul. Diesmal von René Renner an Philipp Schobesberger. Das könnte dann schon ziemlich bald einmal ins Auge gehen bei den Mattersburgern, wenn sie den Rapidlern da viele Standardsituationen rund um den Strafraum ermöglichen, denn dieses Foul von Renner war eigentlich völlig unnötig. Freistoß Schobesberger, nicht gut, schießt Perlagan. Aber Schuss von Schwab aus der Drehung. Zu wenig kraftvoll, um Markus Kuster wirklich in Probleme zu bringen. Und der Mattersburger Goalie schießt den Ball raus, weil einer seiner Teamkollegen, nämlich Michael Perlag, angeschlagen ist. Wird Perlag wohl zuvor den Ball von Schobesberger beim Freistoß ins Gesicht bekommen. Scheint leicht benommen zu sein, der offensive Mittelfeldspieler der Mattersburger, heute zum 60. Mal in der höchsten Spielklasse im Einsatz. So ist es passiert, Freistoß Schobesberger. Und dann bekommt er den Ball hier an den Hinterkopf. Michael Perlag wird in Kürze zurückkommen und den Mattersburgern wieder zur Verfügung stehen. Zum Hinrundenfinale schlugen die Mattersburger ja in der Vorwoche den LASK mit 1:0 durch ein Tor von Pink, das eigentlich nicht zählen hätte dürfen, weil knapp abseits, aber die Mattersburger überholten damit den WAC und stehen damit vor Beginn dieser 19. Runde erstmals seit dem 5. Spieltag wieder auf dem 8. Platz. Oh, Perlag scheint wieder im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Fähigkeiten zu sein. Oh, attackiert von Renner. Lercher wieder aufmerksam. Kano kann Ljubicic nicht stoppen. Schaut gegen Lercher. Es gibt keinen Eckball, sondern Abstoß. Lercher hat sich da ziemlich geschickt verhalten gegen Louis Schaub. Dann nicht mehr, aber vorhin. Setzt sich gut durch gegen Schobesberger und die Flanke war auch nicht schlecht. Strebinger ganz sicher. Also wenn die Mattersburger hier etwas mitnehmen wollen heute Nachmittag, dann müssen sie offensiver werden, dann müssen sie selbst hier Initiative zeigen.
ganz interessant, die Zweikampfquote dieser ersten knapp 20 Minuten. Rapid gewinnt 77% der Duelle Mann gegen Mann. Das ist eigentlich ein Fabelwert. Das liegt auch daran, dass Mattersburg doch schon einige Fouls begangen hat in diesem Spiel, 6 an der Zahl. Hier setzt sich Schobesberger wieder in einem Zweikampf durch. Flanke Schaub, die ist gut, die ist sehr gut. Schaub auf Schulter. Die Flanke des Kapitäns von Stefan Schwab. Richtig gut. Und dann einfach nicht mehr zu verteidigen für die Defensivmänner des SV Mattersburg. Letztlich scheitert dann Schulter. Hier etwas Glück, dass der Ball hier so zu Schwab kommt. Legt hier Schaub auf für Joelton. Vielleicht hätte er selbst abschließen müssen. Letztlich kann dann Cesar Ortiz entscheidend eingreifen. Zweiter Eckball Rapid, wieder von der rechten Seite, wieder Schobesberger. Diesmal kann Chano per Kopf klären. Bolingoli setzt nach. Wieder Schobesberger. Wieder gute Flanke, Joelton! Und dann rast Sonnleitner am Ball vorbei. Es gibt den nächsten Eckball für Rapid. Wieder viel Zeit für Schobesberger, um zu flanken. Und dann ist hier Ortiz dran gewesen. Und Philipp Schobesberger tritt auch die Ecken von links. Interessante Variante auf Stefan Auer. Wenn das so gewollt war, dann war es richtig gut ausgeführt. Vor allem von Philipp Schobesberger. Stefan Auer muss da natürlich auch viel Risiko nehmen. Trifft den Ball nicht gut. Aber der Druck von Rapid nimmt immer mehr zu. Rapid nähert sich dem Tor der Mattersburger immer mehr an. Hier wäre beinahe Sonnleitner noch an den Ball gekommen. Und das war die bisher beste Chance aus dem Spiel heraus. Schaub legt ab auf Schoelton. Richtig gut gespielt von den Rapidlern. Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber wenn hier alles aufgeht, dann führt Rapid hier. Und auf der anderen Seite Okugawa mit der gefährlichsten Offensivaktion der Mattersburger bisher. Schaub raus aus dem Strafraum und dann hat das doch einen Foul von Seidel, oder nicht? Also ohne jetzt eine Zeitlupe gesehen zu haben, würde ich meinen, das war ein ganz klares Foul von Manuel Seidel an Louis Schaub. Jetzt ist so richtig Musik drin in dieser Partie. Hier Schaub raus aus dem Strafraum, dann kommt das lange Bein von Seidel, das war ein Foul, das hätte Freistoß für Rapid geben müssen. Jetzt sieht sich Schiedsrichter Gieshammer den Unmut der Rapidler schon einige Male zu. Und jetzt landet er, dieses Vergehen von Schaub, das war auch ein Foul, keine Diskussion, aber zuvor hätte er auch ein Foul von Höller an Bolingoli pfeifen müssen. Freistoß Mattersburg durch Seidel. Höller. Attackiert von Schulter und zu ungestüm, zu ungeschickt. Und deshalb kann hier Höller diese Flanke schlagen. Und Rapid hat Glück, dass der René Renner nicht an den Ball kommt. Also so wie hier Schulter darf man nicht in einen Zweikampf gehen. Noch einmal hier. Foul von Seidel auf Schaub. Keine Diskussion. Schaub wollte natürlich auch diesen Ball. Und das ist hier die Situation. Höller gegen Bolingoli aus dieser Perspektive. Schaut wie ein fairer Zweikampf aus. Und das war ein Schubser von Schaub
an Lercher, das war ein Foul, keine Diskussion. Fehler Malic, Schobesberger. Berischer. Er riskiert einen Torschuss, aber da hätte er aufspielen müssen. Veton Berischer, der noch auf sein erstes Tor für Rapid wartet. Noch einmal die bisher beste Offensivaktion der Mattersburger. Okugawa kann aber Strebinger nicht bezwingen. Wenn man dann eben vorne die Chancen nicht nützt, wie schon wieder Rapid, ähnliche Situation wie gegen Alltag, dann kann hinten natürlich immer etwas passieren. Möller auf Berlag. Vierer Einsatz von Möller, Okugawa. Hat da etwas gezögert, hätte wohl schneller rein müssen in den Strafraum. Jetzt Platz für Schobesberger gegen Chano. Jetzt zündet er kurz einmal den Turbo. Dann bekommt er den Freistoß nicht. Maric macht das geschickt. Faire Attacke des Mattersburger Kapitäns. Wobei Attacke war es eigentlich gar keine. Und dann das nächste Foul von Schobesberger. Da war Frust dabei. Und jetzt bekommt er völlig zu Recht hier die gelbe Karte. Da dürfen sich die Rapidler jetzt keinesfalls beschweren. Hier Schobesberger hier gegen Malic. Malic stellt dann nur seinen Körper rein. Verhindert so, dass Schobesberger durchgeht. Dann kommt er hier zu spät gegen Höller. Das muss er sich ersparen. Da muss er sich besser im Griff haben. Eisner beruhigt hier offensichtlich Mattersburg-Trainer Gerald Baumgartner. Berlag. Er bringt den Ball auf Renner nicht durch. Sich ins Offensivspiel ein. Ljubicic. Schaub auf Auer. Arena kommt zu spät mit und deshalb gibt es den nächsten Eckball für Rapid. Konter Nummer 4 für Rapid. Torschussverhältnis. Nach einer knappen halben Stunde 6:1 pro Rapid. Aber nicht nur statistisch ist die Rapid-Überlegenheit deutlich. Schaub gegen Perlak. Auer gegen Reiner. Lercher kommt zu Hilfe. Schobesberger, Bolingoli und der Pass auf Schwab kommt nicht an. Also wenn da rund um den 16er
das Passspiel der Rapidler noch genauer wird, noch exakter wird, dann kann es nur mal eine Frage von Minuten sein, wenn hier Rapid in Führung geht. Jetzt gibt es auf alle Fälle mal einen weiteren Freistoß für die Hütteldorfer. Den gibt es völlig zu Recht. Die linke Seite der Mattersburger offenbart da jetzt doch einige Male schon Defensivschwächen. Das liegt weniger an Lercher als an Renner. Wieder Schobesberger oder diesmal Stefan Schwab und da ist Schultern. Und dann kratzt er wieder ein Mattersburger, in diesem Fall Markus Pink, den Ball von der Linie. Zuvor Lercher und jetzt Pink, Retter für Markus Kuster. Berischer. Jovicic auf Auer. Die Überlegenheit der Rapidler deutlich, aber eben noch nicht im Resultat sichtbar. Und das war gegen Altach, wenn Sie sich an dieses Heimspiel erinnern, ebenso. Und letztlich hat Rapid dann zwar den lang ersehnten Führungstreffer erzielt, die Partie aber dann durch diese beiden Elfmeter, beide von Hannes Aigner verwandelt, noch mit 1:2 verloren. Schwab setzt sich gut durch. Schwab. Flanke Auer und dann Heller vor Schaub. Nächster Eckball Rapid. Noch einmal die Chance von vorhin. Der gut getretene Freistoß von Stefan Schwab und dann der Kopfball von Joelton und deutlich die Abwehr von Markus Pink vor der Linie. Aber das war schon fast der Führungstreffer für Rapid. Wieder Eckball Schobesberger. Hanno. Calva. Heller gegen Joelton. Kuster kommt raus. Warum? Und dann der Eber von Schaub. Was macht Markus Kuster da draußen? Darf er nie und nimmer rausgehen auf diesen Ball. Für die Aktionen verdienen sich die Rapidler auch Applaus von ihrem Trainer. Allerdings lassen sie wieder viele Möglichkeiten liegen. Hier Höller gegen Joelton. Kuster hat da draußen einfach nichts verloren. Und dann haben die Mattersburger letztlich Glück, dass der Heber von Louis Schaub knapp übers Tor geht. Die Idee war gut. Die Ausführung nur fast. Also inklusive dieser Chance von Louis Schaub würde ich jetzt einmal sagen, 4 Top-Möglichkeiten für Rapid bereits in dieser ersten Spielhälfte. Der Kopfball von Joelton oder von wem auch immer den Lercher abwehren konnte. Dann Joelton nach der Vorlage von Schaub. Und dann eben diese Aktion nach dem Freistoß von Schwab, als Joelton Kuster eigentlich schon bezwungen hatte. Vorteil. Gut gesehen vom Schiedsrichter. Joelton. Immer noch Joelton. Da hält er den Ball zu lange, bekommt ihn doch irgendwie noch einmal zurück. Die Mattersburger stehen tief, versuchen sich irgendwie zu wehren, aber nur mit Glück halten sie hier immer noch die Null. Rapid in allen Belangen ganz klar überlegen. Bolingoli. Faire Attacke war das von Chano.
Mattersburg braucht einfach Entlastung und die kommt viel zu selten, weil die Rapidler hier die entscheidenden Zweikämpfe gewinnen, auch wenn hier Schiedsrichter Kiesheim einen Foul von Stefan Schwab gesehen hat. Heftig und das ist ein Foulspiel. Da darf es dann auch keine Diskussion geben. Und dann diskutieren sie wieder mit den Schiedsrichtern, die Rapidler. Hätten sie zuvor zumindest eine Chance verwertet, wäre das alles nicht notwendig. Noch 10 Minuten bis zur Pause. Freistoß von Manuel Seidel, Sonnleitner verlängert unfreiwillig für Höller und dann Strebinger vor Malic. Sucht sich jetzt einmal über die rechte Seite. Schaub kommt jetzt über links bei Rapid. Das sind die Bälle, die die Mattersburger brauchen. Pink im Abseits. Da ist ja jetzt auch die Frage gestartet, was macht Strebinger da heraus? Abseitsposition auch auf der anderen Seite von Joelton. Zufrieden sein mit dem Ergebnis natürlich noch nicht. Schobisberger. Wieder gefährlicher Ball rein. Cesar Ortiz rutscht vorbei. Dann irgendwie zum Glück für Kustern, sonst wäre es vielleicht noch ein Eigentor geworden. Pink gegen Galvao. Strebinger ist jetzt sehr gut rausgekommen. Versucht der Spielverlagerung auf Schobesberger, funktioniert auch. Schobesberger gegen Lercher. Stark von Schobesberger. Luis Schaub und da ist Joelton und der bringt aus 30 Zentimetern den Ball nicht rein. Sinnbildlich für die vergangenen Wochen, diese eine Szene. Richtig stark gespielt. Natürlich wieder einmal Philipp Schobesberger, der Ausgangspunkt, der hier Lercher einfach stehen lässt. Schaub behält die Übersicht, serviert Joelton den Ball und was macht der? Natürlich wird er da auch irritiert von Malic, keine Frage. Aber er konzentriert sich da eher auf den Mattersburger Kapitän als auf den Ball. Ansonsten hätte er den einfach reingeköpfelt und Rapid
in Führung gebracht. Da fehlt dann einfach die letzte Konsequenz bei Rapid. Und deshalb werden dann auch solche Möglichkeiten vergeben. Ich verstehe die leichte oder doch schon deutliche Verzweiflung von Goran Djuricin. Also jetzt hätte er die Möglichkeit gehabt, Joel Donum zu explodieren. Mattersburg schafft kaum Entlastung. Mattersburg im Prinzip hier nur ein einziger großer Statist bei diesem Fußballspiel. Rapid hatte 4-5 Chancen, um hier in Führung zu gehen. Schobesberger auf die rechte Seite rüber zu schicken, keine schlechte Idee. Und wirbelt da einiges durcheinander. Nächstes Foul diesmal von Chano an Schwab. Nächster Freistoß für Rapid. Das war das 13. Foul eines Mattersburg-Spielers in Hälfte 1. Noch einmal Schobesberger auf Schaub und dann Joelton. Die ganze Misere des Fußballjahres 2017 in Mitteldorf zusammengefasst in einer Szene. So, diesmal wieder Freistoß. Philipp Schobesberger. Mattersburger zuletzt dran. Markus Pink, der im eigenen Strafraum heute wesentlich mehr beschäftigt ist als im gegnerischen. Das sagt auch alles über den bisherigen Spielverlauf hier. Eckball Nummer 6 für Rapid. Sein Team, jenes von Gerald Baumgartner, hatte noch keinen Corner. Schobesberger hätte da die Gelegenheit gehabt, völlig unbedrängt zu fahren. Golingoli. Und der Schuss von Stefan Auer. Wieder auf der linken Seite bei Rapid wird hier angespielt, aber nicht gut. Jano bleibt beim Ljubicic. Mattersburg nicht in der Lage, hier nur halbwegs Ruhe in diese Partie reinzubringen. Rapid in allen Belangen ganz klar das bessere Team.
Ballbesitz auf Perlak. Und jetzt einmal die Mattersburger über Michael Perlak. Auf Seidel. Und jetzt gibt es zumindest einmal einen Eckball für Mattersburg. Den ersten. Minute wird in Hälfte 1 nachgespielt. So, Manuel Seidel führt den Eckball beim SV Mattersburg aus. Der kommt gefährlich. Viel Verkehr vor Strebinger, kommt dann nicht richtig raus. Jetzt vielleicht einmal die Chance auf einen schnellen Gegenangriff. Schwab auf Luschau. Der setzt sich durch gegen Löcher und er macht es nicht, weil sich Kuster entgegenstellt. Letzte Chance dieser ersten Spielhälfte können die Rapidler nicht nutzen. Untypisch diese Aktion für die bisherige Partie. Klassischer Konter, herrlicher Pass von Stefan Schwab. Dann setzt sich Schaub hier sehr geschickt gegen Lercher durch und dann trifft er Kuster im Gesicht. Und so steht es nach wie vor 0:0. Die erste Spielhälfte noch nicht zu Ende. Auch wenn viele Zuschauer schon aufstehen und ins Warme gehen. Das ist jetzt der Pausenpfiff von Schüttiger Giesammer. Das einzig Negative aus Rapid-Sicht ist das einzig Positive aus Mattersburger Sicht. Das ist das Resultat. Rapid in allen Belangen hier ganz klar das bessere Team mit 5-6 wirklich Top-Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Joelton hat aus 30 Zentimetern den Ball nicht im gegnerischen Tor untergebracht. Jetzt eben diese Aktion von Luis Schaub. Zuvor Rapid einige Male nach Standardsituationen immens gefährlich. Alles, was dem Rapid-Spiel fehlt, ist ein Tor. Und das ist nicht nur Glück, das liegt dann letztlich auch an der Konzentration, an der Konsequenz vor dem gegnerischen Tor, wohl auch an der Klasse des einen oder anderen Offensivspielers. Na, Kurt Ruß unterhält sich noch mit den Schiedsrichtern und wir schauen auf die Zahlen dieser ersten Spielhälfte und die sprechen ein ganz klares Bild. Schauen Sie nur auf die Torschüsse, schauen Sie nur auf den Ballbesitz, schauen Sie auf die gewonnenen Zweikämpfe und auf die Passgenauigkeit. Aber das Wichtigste im Fußball sind die Tore und da ist eben noch nichts passiert. Nach wie vor steht es 0:0 zwischen Rapid und Mattersburg. Schöne Grüße ins Sky-Fußballstudio. Joelton ist noch nicht explodiert, Herr Tata. Ja, noch keine Tore in Wien-Hütteldorf. 0:0 zur Halbzeit bei Rapid gegen Mattersburg. Alfred Tata und Toni Pfeffer als Sky-Experten. Toni, was ist denn überraschend? Das Zwischenresultat, das Spiel, der Spielverlauf oder das Zwischenresultat in Verbindung mit dem Spielverlauf? Ja. Also wir haben es vorher schon besprochen und, glaube ich, ausführlich und ausgiebig. Das einzige Manko beim Rapid-Spiel ist einfach das, dass sie keine Tore machen. Und das zieht sich wie ein roter Faden auch durch diese Partie. Die Mattersburger halten natürlich dagegen, aber wenn man sieht, wie Joelton diese Chancen auch dann wirklich kläglich vergibt, dann hängt denn einfach die Seuche am Fuß, weil solche Chancen darf man dann mal nicht auslassen. Der wird auch gleich die Hauptrolle spielen. Schauen wir aber noch auf ein paar statistische Werte, Alfred. Wie überlegen Rapid in dieser ersten Spielhälfte? 70% Ballbesitz, 83% Passgenauigkeit, 8 Schüsse von innerhalb des Strafraums. Das ist Topwert von Rapid in dieser Saison. Ebenso wie in der ersten Hälfte 62% der Zweikämpfe, die gewonnen wurden. Setzen wir uns die Mattersburg-Brille kurz auf. Wie lange geht denn das gut? Na, die Mattersburg-Brille ist heute nicht rosarot, das ist mir ganz klar, weil man spielt eigentlich rein defensiv und da hat man auch sehr viel Glück. Diese
Gegenstöße, vulgo Konter, finden fast nicht statt, weil vor allem aus meiner Sicht Berlak viele Situationen einfach schlechter interpretiert oder durch die verschiedenen Mängel versandet. Sagen wir es fußballerisch, er verliert fast jede Kugel. Ja, er ist eigentlich nicht sehr disponiert, aber das soll jetzt nicht die Mannschaft aus der Verantwortung nehmen, weil insgesamt nach vorne kommt wirklich sehr wenig. Hinten in der Defensive hat Mattersburg relativ viel Glück, muss man auch sagen. Das wurden Bälle von der Linie geklätzelt und hat das Glück, dass man auch Stürmer hat in den gegnerischen Reihen, die eben aus kürzester Distanz auch nicht das Tor machen. Und so war es auch schon in der ersten Szene, die wir gesammelt haben. Wir sind objektiv, liebe Zuschauer, aber es geht jetzt nur in eine Richtung. Es geht in Richtung Kuster. 10. Minute, Eckball Schobesberger. Joelton mit seiner ersten Aktion. Höller war auch noch dran an diesem gefährlichen Kopfball. Und Schaub verschläft dann, Toni, den Rebound. Ja, wobei, da kann man dem Schaub fast keinen Vorwurf machen, weil der kommt so schnell und ja, kann gar nicht reagieren darauf. Also das ist jetzt nicht das Unvermögen vom Schaub, weil er einfach, ja, hier kann er nichts machen. Aber es geht ja so in dieser Tonart weiter und da hat man ja wirklich hochkarätige Chancen ausgelassen. Allerdings muss man zu diesem dieser Aktion noch eines sagen. Viele Teams stellen ja bei Corner gar keine Spieler mehr in kurze oder lange Ecke. In diesem Fall hat eben der Trainer einen dorthin beordert und das gut, hat ihm recht gegeben. Also, das war gut so. Wäre er dort nicht leerer gestanden, wäre es schon 1-0 gewesen. Es ist fast immer irgendein Mattersburger dann auf der Linie gestanden. Es kommen noch ein paar Aktionen in diese Richtung. 21. Minute, nächste Aktion der Rapidler aus dem Spiel in diesem Fall. Schobesberger, Schwab, Schaub haben wir. Alfred hat heute schon über den Joe gesprochen. Wann explodiert er denn? Vielleicht explodiert er vor Ärger oder ist schon vor Ärger explodiert? Ja, also ich sage jetzt Folgendes. Rapid sollte eine professionelle Hilfe in Anspruch nehmen in Form eines Wünschelrutengehers, der in der Lage ist, den Strafraum so zu behandeln, dass er sich endlich in einen Belohnungsraum verwandelt. Weil 8 Schüsse aufs Tor und auch von 2-3 Metern und trotzdem ist der Ball nicht im Tor drinnen, das sind höhere Mächte am Werk. Das ist nicht allein das sogenannte Können oder die Qualität eines Spielers. Hier gibt es jemanden, der will, dass Rapid keine Tore macht. Ein Wünschelroutengänger ist für dich professionelle Hilfe? 100%. Ich habe meinen Garten auch entsperrt. Jetzt wachsen die Bäume und die Früchte kann ich ernten. Das ist von höchster Qualität. Vielleicht ist eine Erdstrahlenkreuzung da im 16er, das kann auch sein. Ganz genau. Irgendwelche unterirdischen Wasseradern oder was auch immer. Ich würde ernsthaft das tun. Ganz ernsthaft? Ganz ernsthaft. Und ich zeige euch und Ihnen, liebe Zuschauer, jetzt ganz ernsthaft die nächste Rapid-Szene. 31. Minute. Wieder aus einer Standardsituation. In dem Fall aber würde ich meinen, hat er schon nicht viel falsch gemacht, oder? Aber da muss man einfach sagen, auch, das fällt auch auf, dass Pink wirklich nicht nur einmal, sondern ich glaube 4-mal auch mit dem Kopf gerettet hat. Also der wird seiner Defensivaufgabe einfach gerecht. Und vorn funktioniert es nicht so, aber hinten ist er ein sehr wertvoller Spieler und hilft da wirklich gekonnt aus. Alfred, noch ein Joelton gefällig? Natürlich. Wir können noch bis zum Ende des Spiels wahrscheinlich 6-7 Joelton-Aktionen sehen, aber kein Tor. Und das ärgert mich, weil ich gedacht habe, heute wird er explodieren, aber noch einmal diese Erdstrahlen. Ja, aber es sind ja noch 45 Minuten zu spielen. Schauen wir auf seine vielleicht beste Chance. Schauen wir. 39. Minute. Was gibt's denn zu sagen? Außer, dass die Aktion schön herausgespielt war. Toni, möchtest du mal was sagen zu ihm? Er wird natürlich behindert. Es ist keine Frage, aber wenn man heute einen Lauf hat... Man kann doch sagen, er lässt sich irritieren. Ja, kann man auch sagen. Wenn man den unbedingten Willen hat, hier ein Tor zu erzielen, dann macht man das auch. Aber da sieht man die Verunsicherung. Er schaut, glaube ich, gar nicht auf den Ball, weil sonst muss er den treffen. Also der hat, wie schon gesagt, die Seuche am Fuß und das ist für ihn natürlich sehr ärgerlich. Und eine Riesenchance für Rapid hat es dann auch noch gegeben und die ganz ohne Joelton in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Nach einer Standardsituation Mattersburg, das haben die Trainer dann ganz besonders gern, aber ich finde Schwab macht das hier sensationell, dieser Pass auf Schaub. Alfred, inwiefern findet Mattersburg in dieser Partie statt, außer dass hier Kuster gut stattgefunden hat?
Ja, das habe ich schon erwähnt. Also Gegenangriffe gibt es fast nicht. Wenn, dann vielleicht die eine oder andere Standardsituation. Mit Seidel hat man einen super Spezialisten für diese Sachen. Aber prinzipiell positionelle Angriffe, also von hinten vorgetragene Angriffe, findet man auf Seiten der Mattersburger nicht. Es ist im Prinzip eine reine Abwehrschlacht. Rapid hat in den Heimspielen in der Saison bisher immer Treffer erzielt. Verändert sich das heute, Toni? Und wenn nicht, wer macht das Tor? Joe haben wir schon festgelegt, nicht? Hat man immer noch den Schwab, der ja schon 5 Tore erzielt hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das so durchzieht hat bis zum Schluss. Irgendwann ist es eine logische Folgerung, dass da auch ein Tor fallen muss. Ich sage euch was, der Joelton trifft heute noch, zumindest einmal. Besprechen wir das nachher dann. Vielleicht ist es eine Pause, der Wünschloten geht jetzt gerade aktiv. Wir sehen ihn jetzt zwar momentan nicht, ist einiges an Betrieb im Stadion, aber ich weiß nicht, ob da professionelle Hilfe ja, ich bin sehr sondere da. Jetzt ist ja dann, vielleicht ist dort keine Wasser. Rapid war vor der Pause ganz klar das bessere Team, war sowas von überlegen, hatte viele Torchancen, aber auch ihm, auch Joelton, ist kein Tor gelungen. Und so ist bei Rapid gegen Mattersburg nach wie vor alles offen. Herzlich willkommen zurück im Allianz-Stadion. Was bringt uns diese zweite Spielhälfte? Goran Djuricin hofft natürlich auf diesen erlösenden ersten seiner Mannschaft. Rapid ist genauso wie der SV Mattersburg ohne personelle Veränderung aus der Kabine gekommen. Sebastian Giesammer gibt jetzt die zweite Spielhälfte frei. Rapid nun von links nach rechts erstmals über Ljubicic und Auer. John Leitner. Ich bin neugierig, ob die Mattersburger etwas an ihrem Spiel ändern, ob sie zumindest versuchen, etwas höher zu stehen, ob sie mehr Risiko nehmen, ob sie selbst Initiative zeigen wollen in dieser Partie. Aber Rapid hat das auch nicht zugelassen vor der Pause. Rapid war enorm präsent, ist von Anfang an sehr konsequent aufgetreten. Und Mattersburg hat so nie richtig reingefunden in diese Partie. Freistoß, Cesar Ortiz. Höller gegen Joelton. Berisha gegen Chano. Schobisberger legt sich selbst den Ball vor. Lercher geht auf Nummer sicher. Von René Renner und es gibt den Freistoß für Rapid. Auch in der ersten Spielhälfte hatte Rapid sehr viele Standardsituationen rund um den Strafraum der Burgenländer. Schobisberger, Sonnleitner verfehlt, Berisha. Seidel blockt den Schuss ab, Ljubicic jetzt nach, noch einmal Berisha gegen Ortiz. Diesmal hat Höller den Schuss geblockt und dann Galvao. Etwas übertrieben, wie ich meine, dieser Fernschuss des Brasilianers aus mindestens 35 Metern. Bei Rapid heute wieder kein Platz im Kader für den Ehrenkapitän, für Steffen Hofmann. Thanos Petzos sitzt wieder auf der Bank, der ja zuletzt in Wolfsburg ob seiner umstrittenen roten Karte gegen Altach gesperrt war. Thank you.
Rapperswil Kart und Rath nach wie vor verletzt. Mara nach Muskelverhärtung wieder da. Meierhofer heute gesperrt und einige schlagkräftige Alternativen hat Gerald Baumgartner dann noch auf der Bank. Allen voran natürlich Patrick Bürger. Schwab und dann Strebinger. Beinahe gefordert hier bei dieser verunglückten Flanke eigentlich von Michael Perlack, die beinahe da ins Tor gegangen wäre. Da hat nicht viel gefehlt. Und das sind die Aktionen, die eben immer passieren können in einem Fußballspiel. Und dann schaut es möglicherweise dann noch bitterer für Rapid aus. Der irgendwie der Einzige ist, der versucht, Linie ins Spiel zu bringen bei den Mattersburgern. Oder besser gesagt, der Einzige, der dazu zumindest halbwegs in der Lage ist. Der Versuch ist natürlich auch bei anderen zumindest phasenweise erkennbar. Ortiz, Söller mit vorne im Zweikampf mit Schuelter. Ich bin neugierig, wie lange Goran Djuric heute wartet, bis er zum ersten Mal wechselt, bis er einen Offensivspieler bringt. Bringt er dann Philipp Thayer oder vielleicht diesmal Philipp Brusenik? Also deutlich erkennbar in den Anfangsminuten der zweiten Spielhälfte, Mattersburg versucht, hier zumindest einmal den Ball möglichst weit weg vom eigenen Tor zu halten. Gegen Lercher. Fallspiel Lercher, keine Diskussion. Schwab. Bolingoli. Dann verliert der Schwab relativ leicht den Ball am Pink. Filachano. Verliert da den Ball an Auer, Joelton. Spielt er auf Berischer, spielt ihn nicht auf Berischer. Schließt ab mit dem Außenriss. Absolut sehenswerter Schuss von Luischer, aber auch nur knapp am Tor der Mattersburger vorbei. Ausgangspunkt Joelton. Und dann hier Höller, kommt nicht mehr in den Zweikampf. Ist auch eine 2 gegen 1 Situation und deshalb sehr schwer zu verteidigen für den Außenspieler der Mattersburger. Und dann dieser Schuss von Luischer, aber richtig sehenswert angetragen. Einer der auffälligsten bei Rapid. Bolingoli. Der zuletzt in Wolfsburg gesperrt war. Schwab. Dann gute Intervention von Chano.
Also in der Anfangsphase der zweiten Spielhälfte die Überlegenheit von Rapid nicht so deutlich wie vor der Pause. Und das liegt vor allem auch an SV Mattersburg, auch wenn Markus Pink hier einen leichten technischen Fehler begeht. Schwelter. In der Bundesliga war er überhaupt noch nie. Und wieder ein Freistoß für Rapid nach diesem Foul. Luis Schaub fordert vehement einmal eine gelbe Karte für einen Mattersburger. In diesem Fall für Michael Lercher. Einzige Gelbe bisher hat ja Philipp Schobelsberger kassiert. Der Ärger ist groß bei Luis Schaub, aber ich denke, der spielt auch deshalb Frust mit, weil eben diese klare Torchance wieder nicht genutzt wurde. Freischuss von Schobelsberger diesmal nicht gut und die Konterchance der Mattersburger schon dahin, weil Auer aufmerksam war. Renner vertändelt den Ball, Jovicic. Wieder Berisha, Joelton. Der Druck von Rapid nimmt wieder zu, Joelton stark gegen Höller. Dann Kuster dazwischen. Also Rapid ist wieder voll da. Rapid hatte die große Möglichkeit, eben in Führung zu gehen. Durch Veton Berisha, der hier fast alles richtig macht. Mattersburg im Glück. In Kürze gibt es den ersten Wechsel im Spiel, und zwar beim SV Mattersburg, während wir noch einmal den Schuss von Berisha sehen. Aus dem Spiel René Renner, der heute nicht seine beste Leistung für den SV Mattersburg gezeigt hat. Aber das könnte man auch über einige seiner Mannschaftskollegen zeigen. Und an seiner Stelle ist jetzt Smail Preveljak die Leihgabe von Red Bull Salzburg in der Partie. Und jetzt macht's Okugawa. Das gibt's ja nicht. Mattersburg geht hier in Führung. Rapid vergibt eine Chance nach der anderen und dann nützt Mattersburg diese Gelegenheit. Masaya Okugawa mit seinem zweiten Bundesligator. Tor 58. Spielminute. Richard Strebinger ist geschlagen. Ausgangspunkt Michael Perlak, der hier viel Platz hat, natürlich viel zu viel Platz hat. Ljubicic kommt nicht in den Zweikampf und dann hier Pink, das müssen wir nochmal anschauen, ob der möglicherweise im Abseits war. Er deckt auf alle Fälle den Ball geschickt absetzlich im Zweikampf mit Stefan Auer durch. Weiß gar nicht so richtig, wo der Ball war. Ich glaube, das war keine bewusste Vorlage für ihn, für Masaya Okugawa. So, und jetzt ist das eine ähnliche Situation wie im Heimspiel gegen Altach. Nur ist Rapid da in Führung gegangen. Und heute
vergibt Rapti eine Torchance nach der anderen und dann geht hier Mattersburg in Führung. Achter Eckball. Mittlerweile für Rapid. Schobesberger, Schuelter bringt den Ball nicht unter Kontrolle. Ortiz befördert dann den Ball aus dem Gefahrenbereich. Stark setzt sich da gegen Ljubicic durch. Allerdings nur kurzfristig. Wann reagiert der Rapid-Trainer? Wann reagiert Goran Djuricin? Seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Er hat sie gut eingestellt, sie tritt hier unglaublich dominant auf, findet auch viele Torchancen vor, aber wenn dann der Ball einfach nicht reingeht, dann ist das mit Sicherheit nicht die Schuld des Trainers. Berlak. Wieder keine schlechte Aktion. Prevljak, kein Abseits und der Ball ist wieder drin. 2-0, Michael Berlak, ein verrücktes Fußballspiel hier. Unglaublich. 2-0 Mattersburg. Und Goran Djuricin ist bedient. Berlak, der sich hier entscheidend gegen Bolingoli durchsetzt. Dann ist da natürlich Glück dabei. Der Ball kommt vom Gegner. Da müssen wir dann über Abseits nicht reden. Okugawa da möglicherweise vorne. Berlak mit Sicherheit nicht. Okugawa greift hier nicht ins Spiel ein. Und deshalb ist dieser Treffer aus meiner Sicht absolut korrekt. 2-0 Mattersburg durch das Tor von Michael Berlak, der sich den Ball hier auch wirklich sehenswert mit der Ferse mitnimmt. Partie läuft irgendwie völlig falsch aus Rapid-Sicht. Viele Chancen und dann Mattersburg zweimal gefährlich im gegnerischen Strafraum. Und beide Male schließen die Mattersburg erfolgreich ab. Und jetzt müssen die Rapidler aufpassen, hier nicht völlig von der Rolle zu sein. Galvao mit einem sehr energischen Einstieg gegen Okugawa. Ball ist dabei, keine Frage, aber das war ein Foul des Rapid-Verteidigers. Manuel Seidel. Malic, Strebinger und Alcano. Beinahe das 3-0 für Mattersburg. Kommt Rapid jetzt noch einmal zurück in diese Partie. Jetzt sind die Hütteldorfer gefordert. Jetzt müssen sie hier zeigen, dass sie eine funktionierende Mannschaft sind. Ljubicic. Herrlicher Ball auf Schobesberger, der läuft rein und Kusta verhindert den Anschlusstreffer. Da ist jetzt alles drin in dieser Partie. Du
gut getretener Freistoß von Seidel. Dann Manic per Kopf, Strebinger mit einer tollen Reaktion. Und letztlich ist da natürlich aus Rapid-Sicht Glück dabei, dass Kano diesen Ball nicht unterbringt. Schauen wir nochmal auf das 0:1. Ist Pink hier vorne? Ich denke nicht. Gleiche Höhe mit Sonnleitner. Und deshalb ist auch dieser erste Treffer der Mattersburger durch Okugawa absolut korrekt, der den Spielverlauf auf den Kopf gestellt hat, dieser erste Treffer. Erster Wechsel bei Rapid. Goran Djuricin bringt in Kürze Georgi Kvilitaja in die Partie und er nimmt Mario Sonnleitner, einen Innenverteidiger, raus. Für Sonnleitner sein 350. Bundesligaspiel, also in diesem Augenblick vorbei. Kann also nur heißen, Dreierkette bei Rapid und jetzt zwei Stürmer vorne, Kvilitaja an der Seite von Joelton. Und auch Mattersburg tauscht. Gerald Baumgartner nimmt Manuel Seidel aus der Partie und bringt an seiner Stelle Thorsten Marach. Hanno bleibt drauf bei den Mattersburgern. Georgi Kvilitaja soll es jetzt also richten. Jener Stürmer, der so viele Chancen vergeben hat in den vergangenen Wochen, der so unglücklich agiert hat, der bisher erst einen Bundesliga-Saisontreffer aufzuweisen hat. Zuletzt gegen Salzburg. Nächster Torschuss der Rapidler, Joelton. Das war bereits der 19. Torschuss des Teams von Goran Djuricin. Luis Schaub. Mara dazwischen, Schobesberger wieder nichts. Natürlich agieren sie unglücklich, die Rapidler, vor dem gegnerischen Tor. Aber es fehlt eben auch in entscheidenden Situationen nicht nur das Glück, sondern auch die Konzentration und die Fähigkeit, dann dieses Tor unbedingt erzielen zu wollen. Jetzt aussieht, nach etwas mehr als 67 Minuten, wird Gerald Baumgartner nach wie vor bei Rapid hier als Trainer ungeschlagen bleiben. Eine unglaubliche Bilanz hat er hier aufzuweisen. Nicht nur als Mattersburg, sondern auch als Austria-Trainer hat er hier nicht verloren. Und mit Pasching hat er hier sowieso einmal gewonnen. Im Cup und damit die Trainerkarriere von Peter Schöttl hier in Hütteldorf beendet. Schwab. Das sind dann die Situationen, die für Frust sorgen, nicht nur beim Rapid-Trainer, sondern vor allem auch bei seinen Spielern und vor allem bei den Fans hier im Allianz-Stadion.
gegen Auer. Spiel von Joelton, das hat die Partie absolut gerechtfertigt unterbrochen. Versucht das wieder aus der Distanz. Nein, Bolingoli. Joelton, starke Aktion von Joelton! Traumtor von Joelton, jetzt ist er explodiert. In Minute 71. Rapid mit dem Anschlusstreffer. Dritter Saisontreffer von Joelton. Hier der Pass von Bolingoli und dann steht er hier mit dem Rücken zum Tor. Behauptet sich und zieht dann einfach ab und trifft den Ball genau ins lange Eck. Natürlich Mara zu zögerlich, keine Frage, aber Joelton macht das auch richtig stark und in diesem Schuss war enorm viel Frust drinnen, das hat man gemerkt. Also wenn Sie ein neutraler Zuschauer sind zu Hause, dann lehnen Sie sich zurück. Genießen Sie die Schlussphase dieser Partie. Es wird hier noch einiges passieren. Schaub, Willi Thayer. Nächste Torchance Rapid. Der Kopfball von Willi Thayer war statistisch gesehen bereits der 23. Torschuss der Rapidler. Zum Vergleich, Mattersburg hat heute 7 Torschüsse abgegeben, aber eben 2 Treffer erzielt. Rapid bisher einen, aber den hat Joelton richtig stark gemacht. Im Laufduell mit Ferland. Schaub. Wieder Stefan Schwab. Und dann rutscht hier Willi Thayer Zentimeter am Ball vorbei. Rapid versucht jetzt förmlich, Mattersburg zu erdrücken. Richtiger Energieanfall war das von Stefan Schwab. Jetzt der Spielverlauf wieder ähnlich wie vor der Pause, nur mit noch mehr Nachdruck betrieben von Rapid. Unglaubliche Dominanz jetzt, aber Mattersburg eben nach wie vor in Führung hier in Hütteldorf. Wieder Schwab, Lercher, Kano auf Perlack. Perlack, der das Spiel der Mattersburger auch immer wieder jetzt versucht zu verschleppen, Zeit zu gewinnen, den Freistoß bekommt er nicht und dann das Foul von Pink.
Schlotterbeck ist angeschlagen. Nach diesem Zweikampf mit Auer, aber da ist wohl auch etwas Müdigkeit dabei bei Michael Perlak, der jetzt viel unterwegs war, und Galvao hat sich wehgetan bei diesem Foul von Pick. Nach wie vor die Partie unterbrochen. Gleich beginnt die letzte Viertelstunde. Radjuricin bespricht mit seinem Co-Trainer Martin Bernhard einen möglichen weiteren Wechsel. Baumgartner hat schon zweimal getauscht. Aber möglicherweise muss Juricin jetzt den Pelter Galvao rausnehmen, der wirklich gehandicapt wird. Willi Thayer. Mara. Setzt sich geschickt durch gegen Berischer. Immer noch Thorsten Mara. Jetzt spielt er den Ball auf Pink. Fängt ihn ab. Also wenn der Ball durchgeht, dann steht Pink ganz alleine vor Strebinger. Dann ist ja Mattersburg möglicherweise 3-1 vorne. Galvao wieder zurück, Rapid komplett. Er sucht es wieder mit einem Distanzschuss. Auch Schobesberger war auf der linken Seite und spielbereit. Kein schlechter Torschuss von Stefan Schwab. Lassen sich die Mattersburger jetzt viel Zeit. Malic. Ljubicic. Wieder Freistoß für Mattersburg nach diesem Foul. Thorsten Mara. Schobesberger bringt den Ball auf, schaut nicht durch. Ljubicic setzt nach. Gute Aktion von Ljubicic. Und dann läuft er sich doch fest und bekommt den Freistoß nicht. Kein Foul von Bolingoli am Breveljak, doch mit etwas Verzögerung kommt der Pfiff von Schizita Gisamann, der hier möglicherweise auch einen Vorteil der Mattersburger abwarten wollte. Cesar Ortiz. Kano im Strafraum. Rapid jetzt mit vielen Ballverlusten in der Vorwärtsbewegung. Etwas hektisch jetzt das Spiel der Rapidler. Wieder Perlak. Guter Ball und die nächste Möglichkeit, diesmal für Smail Preveljak.
diese Partie bietet wirklich fast alles, was ein Fußballspiel zu bieten hat. Viele Zweikämpfe, strittige Szenen und ein Spielverlauf, der völlig auf den Kopf gestellt wird. Und jetzt eine Schlussphase, in der sehr viel Brisanz steht. Polingoli vorbei an Malic, immer noch Polingoli. Gute Aktion und da ist Filitaia und eine sensationelle Parade von Kusta. Ball ist noch heiß. Schwab, Ljubicic, Luis Schaub. Unglaubliche Parade von Markus Kusta nach dieser tollen Aktion von Boli Bolingoli, der sich dann durchsetzt auf der linken Seite. Der Kopfball von Filitaia ist richtig gut, aber noch besser ist die Abwehr des Mattersburg-Torwarts. Der Schuss von Luis Schaub dann letztlich doch deutlich drüber. Dieser Sprint von Bolingoli schon sehenswert. Filitaia ganz nah dran am 2:2, aber da ist Markus Kusta mit dieser Traumparade. Und bitte bei Schobesberger, Treffer zählt nicht, Abseitsposition von Luis Schaub. Von Schobesberger und da ist Schaub schon vorne, absolut richtige Entscheidung, der Treffer zählt zu Recht nicht. Wir sind schon in Minute 82. Da ist Pink mit der nächsten Aktion, mit dem nächsten Tor, das aber wieder nicht zählt, weil er davor deutlich zu erkennen ein Foul beginnt. Und zwar hier an Galvao. Schobesberger auf Bolingoli. Lacher gegen Schaub. Schwelter und setzt sich durch gegen Cesar Ortiz. Einige wollen da ein Handspiel von Ortiz gesehen haben bei diesem Zweikampf mit Schwelter. Hier zunächst Schaub gegen Lacher, alles fair. Und dann springt dann möglicherweise der Ball Cesar Ortiz an den Arm, aber das war mit Sicherheit keine Absicht. Rapid hält mittlerweile bei 28 Torschüssen. Das ist Rekord. Hier noch einmal. Ich denke, der bekommt den Ball an die Brust und nicht an die Hand. Alles korrekt gelaufen hier. Also am Schiedsrichter liegt es heute mit Sicherheit nicht, dass Rapid hier 1:2 hinten ist. Beim Kopfball von Filitaia. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, hat Strebinger auch einmal toll reagiert. Beim Kopfball von Malic, beim Stand von 2:0 für Mattersburg. Also da wäre die Partie bereits vorbei für Rapid.
auf Schobisberg. Schwab. Philipp Prosenik, also noch ins Spiel. Marapid. Bin neugierig, ob er ihn jetzt zusätzlich zu Joelton und Quilitaia, zu den echten Stürmern, die auf dem Platz stehen, bringt. So, Wechsel bei Rapid und Goran Juricin nimmt Veton Berisha raus und bringt Philipp Prosenik. Worauf soll er auch warten? Rapid muss einfach hier ein Tor schießen, um noch einen Punkt zu holen. Kontert über Markus Pink. Bolingoli. Perfekte Ballannahme. Rubicic auf Schuelton zu ungenau, aber trotzdem kommt an den Ball, weil Höller ausrutscht. Immer noch Schuelton. Gute Attacke von Höller. Ball ist da. Jetzt ist der Ball drinnen. Und wer hat's gemacht? Philipp Prosenik. Steht 2:2. Und jetzt will er noch mehr, Goran Juricin. Jetzt will er hier den Sieg. Endlich ein Erfolgserlebnis für Philipp Prosenik. Sein erster Saisontreffer im fünften Spiel. Joelton, der Ausgangspunkt. Höller agiert hier unglücklich. Macht das eigentlich noch ganz gut. Serviert hier allerdings dann Schobesberger den Ball. Hier rutscht er zunächst einmal aus. Dann ist die Attacke an Joelton auch richtig gut. Aber Schobesberger macht alles richtig. Gute Flanke rein auf Philipp Prosenik. Und der bezwingt Markus Kuster. 2:2. Wir sind in Minute 88. Und Rapid kommt über Joelton. Eine verrückte zweite Spielhälfte hier. Schaub gegen Lercher. Erobert den Ball. Rapid hat sich richtig zurückgekämpft in diese Partie. Mit seinem ersten Ballkontakt trifft Philipp Prosenik 38 Sekunden nach seiner Einwechslung. Natürlich große Erleichterung bei Goran Juricin. Aber vor dem Spiel wäre er wahrscheinlich mit einem Punkt auch nicht zufrieden gewesen. Jetzt muss es sein aufgrund des Spielverlaufs. Aber nach wie vor hier alles noch möglich. Ausgleich erzielt hat. Tor zum 1:2 selbst erzielt, 2:2 mit vorbereitet. Jetzt Bolingoli, Schobesberger, da ist Schaub und da ist Kuster und auch zum zweiten Mal Markus Kuster vor Georgi Quilitaia. Kuster wurde da auch getroffen, die Partie ist unterbrochen.
Schobesberger mit der Flanke, der Kopfball von Schaub. Da war keiner mehr dran, auch nicht Kuster, glaube ich. Und dann ist der Ball hier für Quilitaia auch nur sehr schwer zu erreichen. Maric verhindert hier den Treffer von Quilitaia. Minuten sind vorbei, 3 Minuten gibt's drauf. Wieder Joel, der sich immer wieder zurückfallen lässt, aus dem Mittelfeld kommt. Gemeinsam mit Schaub und Schwab jetzt irgendwie der Energizer ist, immer auf Hitspiel. Sich jetzt ähnlich über weite Strecken in der ersten Hälfte überhaupt nicht mehr befreien. Druck von Rapid wird immer größer. Schaub in diesem Fall einfach nicht zu stoppen. Schwab, Hölle aufmerksam, Bolingoli. Mit nach vorne, auch der Torhüter will mit, darf aber nicht. Schobesberger. Berlack. Oh, jetzt die Kontermöglichkeit für Mattersburg. Sofort gestoppt von Stefan Schwab. Bolingoli. Da ist Joelter. Malic dazwischen. Und klärt Lercher. Ball von Schobesberger auf Quilitaia. Schaub. Galvao. Da war noch ein Mattersburger dran. Es gibt einen weiteren Eckball für Rapid. Bereits den 12. Wir sind in der allerletzten Minute. Mattersburg möchte noch einmal wechseln. Philipp Erhardt soll noch in die Partie kommen. Und aus dem Spiel geht Michael Perlack. Joelton fordert ihn auf, das Ganze schneller zu erledigen. Holt Perlack noch seinen Schienbeindeckel und bringt ihn raus, damit das Ganze schneller geht. Also wohl die vorletzte Aktion in diesem Spiel, der Wechsel bei Mattersburg. Michael Perlack raus, Philipp Erhardt geht rein. Und die vielleicht allerletzte Aktion jetzt dann dieser Eckball für Rapid, ausgeführt von Philipp Schobesberger. Jetzt auf Strebinger. Auch nach vorne. Noch einmal Schobesberger, nur mehr Einwurf. Strebinger muss wieder retour. Noch einmal Schwab. Immer noch Stefan Schwab, Kopfball Galvao, jetzt hat Gusto den Ball und das wird es jetzt wohl gewesen sein. Noch pfeift Schiedsrichter Giesheimer nicht ab. Jetzt kann man die Mattersburger noch einmal. Na, das wäre es jetzt. Smail Prevlja. Das wäre jetzt noch das I-Pünktchen gewesen, wenn Mattersburg hier noch den Siegestreffer erzielt hätte. Nach dieser verrückten zweiten Spielhälfte. Das war's. 2:2 Einstand zwischen dem SK Rapid und dem SV Mattersburg. Natürlich ist er nicht zufrieden mit diesem Punkt. Goran Djuricin, das war ganz deutlich zu sehen aufgrund des Spielverlaufs nach der Pause, der unglücklich war für Rapid.
muss er es allerdings sein. Wieder hat Rapid viel zu viele Chancen liegen gelassen. Insgesamt kamen 32 Schüsse auf das Tor der Mattersburger. Letztlich bleibt unterm Strich nur ein Punkt für die Hütteldorfer. Aber Mattersburg hat sich gesteigert nach der Pause. Er hat 15 bis 20 Minuten hier sehr geschickt agiert. Ist dann im Prinzip aus dem Nichts innerhalb kurzer Zeit durch die Tore von Okugawa in der 58. und Perlak in der 61. Spielminute mit 2:0 in Führung gegangen. Und dann ist Rapid zurückgekommen in diese Partie, vor allem durch den Anschlusstreffer von Joelton in Minute 71. Und letztlich hat auch noch der Joker gestochen. Letztlich hat Philipp Prosenik hier mit seinem ersten Tor für Rapid in dieser Saison noch den Punkt gerettet in der 87. Spielminute. Mehr war dann nicht mehr drin vor 14.400 Zuschauern hier im Allianzstadion. Die Leistung war über weite Strecken schwer in Ordnung von Rapid. Letztlich hat wieder einmal die Konzentration, die Konsequenz vor dem Tor gefehlt und deshalb steht Rapid am Ende nur mit einem Punkt da. Das heißt auch, Rapid seit 4 Ligaspielen sieglos. Erstmals unter Goran Djuricin, das gab es zuletzt im April dieses Jahres unter Damir Kanadi. Und wieder einmal hat Rapid kein Heimspiel gewonnen in dieser Saison. Aus den ersten 10 Heimspielen bleiben unter dem Strich nur 15 Punkte. Und das sind einfach zu wenig. Aber ganz deutlich zu sehen, dass heute Rapid wieder einmal an der mangelnden Chancenauswertung gescheitert ist. Und Mattersburg war letztlich auch noch nahe dran, diese Partie hier in Wien sogar zu gewinnen. Michael Perlak nach dem Spiel, der erste Gesprächspartner von Michael Ganger. Ja, Rapid hat ordentlich gedrückt, das ganze Spiel. War das die längste Schlussphase der Karriere? Ja, vermutlich. Man muss es so sagen, dass die wahrscheinlich gefühlte 40 hochkarätige Chancen gehabt haben und wir eher weniger. Deshalb ja, müssen wir fast zufrieden sein mit dem Punkt. Das wäre jetzt die Frage gewesen. 2 Tore waren wir trotzdem vorne, aber trotzdem der Punkt fast schmeichelhaft. Ja, absolut. Vom Spielverlauf her, Rapid ist klar besser, wir gehen aber 2-0 in Führung. Sollten das vielleicht drüber bringen, haben sogar die Chance aufs 3-0. Dann ist es wahrscheinlich erledigt und so ja, drückt Rapid immer mehr und ganz zum Schluss musst du froh sein, dass du einen Punkt mitnimmst. Was denkt man sich denn da als Gegner? Das gibt's ja nicht, die machen den Ball nicht rein. Ja, das denkt man sich nicht, man freut sich eher. Aber ja, auf Dauer kann es nicht gut gehen und war halt verdient. Ja. Danke. Ja, Michael Perlak hat viel Gescheites gesagt in diesem Interview nach dem Spiel. Insgesamt hat Rapid 33 Torschüsse abgegeben. Das ist Saisonrekord in der Bundesliga. Das gab es zuletzt im Februar 2016. Damals war es die Austria gegen Mattersburg. Rapid hatte 67% Ballbesitz, hat 54% der Zweikämpfe gewonnen. Das ist normalerweise eine Statistik, die einen klaren Sieg ausweist. Heute war es anders. Am Ende steht ein 2:2 unentschieden, weil die Rapidler eben wieder sehr viele Torchancen ausgelassen haben. Das hat schon in der ersten Spielhälfte begonnen. Joelton mit Top-Möglichkeiten, auch nach dem Seitenwechsel ist so weitergegangen. Kuster hat einmal sensationell reagiert und letztlich hat der Joker gestochen. Letztlich hat Philipp Prosenik hier diesen Punkt für Rapid gesichert. Jener Philipp Prosenik, der eigentlich hier in Hütteldorf in dieser Saison auf dem Abstellgleis steht. Stürmerkrise bei Rapid, das gibt ja Philipp Prosenik. Na, wie wir jetzt gesehen haben, wir haben 33 Torschüsse und machen nur 2 Tore. Also ich glaube, dass wir normal erste Halbzeit schon 2-3-0 führen müssen und in der zweiten Halbzeit genauso. Und durch dumme Eigenfehler gehen die 2-0 in Führung und wir müssen da kämpfen, dass wir nur einen Punkt zu Hause mitnehmen. Aber Sie brauchen ja nur 38 Sekunden für ein Tor. Ja, das war halt eine super Flanke vom Schobi und bin genau richtig gestanden. Wie bitter ist denn das da draußen als Stürmer auf der Bank und die Kollegen machen die Kugel einfach nicht rein? Nein, das ist glaube ich für jeden bitter, egal ob Stürmer oder Verteidiger, weil ich glaube jeder profitiert davon, wenn wir gewinnen und
Das ist halt schon sehr frustrierend, wenn man so viele Torschüsse haben und kein Tor reingeht. Ganz ehrlich, für Sie persönlich, wie wichtig ist denn das? Hoffen Sie, dass das Standing jetzt wieder steigt beim Trainer? Ah, ich glaube, das Tor für mich persönlich war sehr gut, aber ich glaube, so im Verein wird das nichts ändern, glaube ich. Danke. Sehr viel Zuversicht ist da nicht herauszuhören bei Philipp Prosenik. Schon älter und der unglückliche Held der ersten Spielhälfte in der zweiten Hälfte war ja entscheidend daran beteiligt, dass Rapid zurückgekommen ist in diese Partie, hat ein überaus sehenswertes Anschlusstor erzielt zum 1:2, war dann auch entscheidend daran beteiligt, dass Rapid den 2:2 Ausgleichstreffer noch erzielt hat. Also, auch das zweite Saisonduell zwischen Rapid und Mattersburg hier im Allianz-Stadion endet unentschieden, endet 2:2 und das ist letztlich für Rapid unterm Strich natürlich zu wenig. Es bleibt dabei Rapid auf Platz 3 jetzt mit 31 Punkten und Jürgen Mira könnte punktemäßig aufschließen. Der SV Mattersburg holt einen Punkt und festigt damit vorerst einmal Platz 8 in der Tabelle. Und jetzt geht es bei uns ja in Kürze gleich spannend weiter mit den beiden Abendspielen. Da steht natürlich Sturm dann im Mittelpunkt, das letzte Spiel unter Franco Foda. Aber bevor es soweit ist, jetzt noch Philipp Schoesberger bei Michael Ganger. Ja, zwei Tore hat man aufgeholt. Fühlt das sich doch wie eine Niederlage trotzdem an? Ja, am Ende bleibt der eine Punkt, aber ich glaube, das ist zu Hause gegen Mattersburg zu wenig. Aber so eine Krise hat man verhindert mit diesem mit diesen zwei Toren? Ja, ich glaube, Krise ist jetzt nicht bei uns im Kopf, aber wir wollten das Spiel gewinnen, hätten es, glaube ich, mit ein paar Toren Unterschied gewinnen müssen. Aber ja, kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Wie ist denn das zu erklären oder ist es überhaupt noch zu erklären, diese vielen Chancen? Ja, um ehrlich zu sein, jetzt kurz nach dem Spiel ist es heute nicht zum Erklären, dass wir eigentlich nur zwei Tore zusammengebracht haben. Philipp, vielen Dank. Ja, ambivalent fällt sie aus, irgendwie das Resümee und die Analyse nach dieser Partie. 2:2 zum Auftakt dieser 19. Runde in der Bundesliga zwischen Rapid und Mattersburg. Jetzt geht es gleich weiter. Zwei Spiele stehen ja heute noch auf dem Programm. Ich wünsche Ihnen noch weiterhin einen spannenden Fußballabend bei Sky. Jetzt kommt Dramaturgie von Drama. 2:2 bei Rapid gegen Mattersburg. Für wen ist das denn eher ein Drama, dieses 2:2 für Rapid, oder müssen Sie froh sein, nach 0:2 retour gekommen zu sein? Ja, also ich denke, zunächst haben wir mal ein hervorragendes Bundesligaspiel gesehen, das also keine Wünsche offen gelassen hat, in jeder Hinsicht. Mattersburg hat eine Führung gehabt von 2:0, die Chance aufs 3:0 vergeben, das haben wir gesehen, und dann plötzlich hat Rapid einen Druck aufgebaut, der war gefühlte 100.000 Kilonewton. Und aus diesem Druck heraus sind dann die Tore gefallen, aber nicht ausreichend genug. Und dementsprechend ist das Resultat für beide eigentlich eine Niederlage. Beide haben 2:2 verloren, was immer 100.000 Kilonewton auf den Fußball umzulegen ist. Aber das werden wir im Laufe der Sendung noch besprechen. Schauen wir, Toni, ganz geschwind auf die Szenen, auf die relevanten dieses Auftaktspiels der 19. Runde. 2:2, also Rapid gegen Mattersburg. Es folgen zwei Partien mit Franco Foda als Trainer des SK Sturm Graz zum letzten Mal zu Hause. Morgen dann Altach gegen Austria und WAC gegen Salzburg. Die Tabelle zeigt, dass Rapid diese 19. Runde wohl auf dem dritten Platz beenden wird. Sturm kann jetzt den Salzburgern, die morgen im Einsatz sind, vorlegen. Und jetzt kommen wir zu den Aktionen aus Wien-Hütteldorf. 58. Minute, das 1:0. Pink hier auf gleicher Höhe. Okugawa mit dem Führungstreffer für die Mattersburger. Drei Minuten später dann das 2:0 durch Michael Perlak, der eine schwache erste Hälfte gespielt hat, Toni. Ja. Und dann an beiden Mattersburg-Aktionen, die entscheidend waren, eben auch entscheidend war. Darum ist der Gerald Baumgartner drin und nicht meine Wenigkeit, weil ich hätte den in der Pause wahrscheinlich herausgenommen. Aber du hast ja gesagt, er hat eine Idee, der Baumgartner. Ja, genau, er hat eine Idee und die war somit einmal mit dem Perlak gegeben. Tor hat er schön gemacht, war natürlich ein bisschen Glück dabei mit einem Querschläger, aber
So steht die Partie auf einmal auf dem Kopf und keiner weiß, wie das zustande kommt. Und dann die 100.000 Kilo Newton des SK Rapid in der Schlussphase und ausgezahlt haben sie sich. Wir sind in der 71. Minute. Den Treffer macht Joelton. Wer von euch beiden will was sagen? Der Toni. Der Toni. Alles, was er vorher schlecht gemacht hat, macht er da hervorragend. Also er verlädt den Verteidiger und trifft dann den Ball noch herrlich. Also die leichten Dinge macht er nicht und so ein herrliches Tor macht er dann. Das ja, ist halt das ist halt Fußball. Und wir haben gesagt, es gibt ihm die Seuche am Bein, aber jetzt hat er, und man hat auch gesehen nach diesem Tor, hat er unglaublich gekurbelt und da hast du richtig gesehen, dass da ein Stein vom Herzen gefallen ist. Und was den Fußball auch so interessant macht, es kommt ein Joker rein, ist 38 Sekunden auf dem Feld und macht trotz seines Tores. Im Verein wird sich nicht viel ändern. Ja, ich denke, er spürt, dass er auf dem Abstellgleis ist, aber trotzdem hat er hier den richtigen Moment für sich genutzt und das Tor für Rapid erzielt. Man muss Rapid auch loben, weil die Mannschaft hat trotz 2:0 Rückstand nicht versucht, mit der Brechstange zu agieren, sondern man hat wirklich auch für das Auge einen schönen Fußball gezeigt. Also sehr viel Tempo, sehr viel Kreativität nach vorne. Also da waren ja noch etliche andere Situationen, die wir noch zeigen könnten, die hervorragend herausgespielt waren. Also Rapid hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, was das Spiel nach vorne betrifft. Dass man dann 2:0 aber trotzdem hinten liegt, das muss man auch noch analysieren, was da geschehen ist. Der Hunger bei Goran Djuricin auf eine Rückkehr in die Erfolgsspur ist nach 3 sieglosen Spielen groß und das ist gegen Mattersburg auch von Beginn an zu sehen. Die erste richtig gute Torchance ergibt sich nach knapp 10 Minuten. Schobesberger mit der Ecke und dann Höller beinahe mit dem Eigentor. Lercher rettet gerade noch vor der Linie. Die Nachschussgelegenheit kommt dann zu überraschend für Schaub. Drei Viertel der Ballkontakte und der Zweikämpfe gehören in der Anfangsphase den dominanten Grün-Weißen. Angetrieben von Kapitän Stefan Schwab wird Mattersburg in die Defensive gedrängt. Jetzt Joelton mit der Möglichkeit. Diesmal blockt Ortiz den Schuss des Brasilianers. Mattersburg kann kaum für Entlastung sorgen. In Minute 23 folgt dann ein erstes Ausrufezeichen der Burgenländer in Hälfte 1. Masaya Okugawa, einziger Neuer in der 4-2-3-1-Formation. Vom Baumgartner prüft Strebinger. Mehr kommt nach vorne hin, nicht vom SVM, der sich mehrfach nur mit Glück aus der Affäre ziehen kann. Diesmal rettet Solospitze Pink vor der Linie. Joelton bringt den Ball nach Schwabflanke, zwar an Kuster vorbei, aber nicht ins Tor. Da muss mehr Druck auf den Kopfball. Und es geht weiter mit Topchancen für die Grünen. Die 39. Minute und nahezu minütlich grüßt das Murmeltier. Jetzt wird es fast schon unwirklich. Joelton konzentriert sich da fast schon mehr auf Gegenspieler Malic als auf die Ausführung des Kopfballs. Und das wird bestraft. Der Kopfball verfehlt dann eben das Tor. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verirrt sich Mattersburg zur ersten Ecke in den gegnerischen Strafraum. Aber daraus ergibt sich dann eine hochkarätige Kontermöglichkeit für Rapid. Luis Schaub mit der starken Körpertäuschung vorbei an Lercher, aber Kuster kommt gut heraus. Auch der 12. Torschuss Rapids landet nicht im Tor. Nach 45 Minuten steht es noch immer 0:0. Diese Emotionen sagen mehr als 1000 Worte. Aber was willst du machen, außer auf Gott hoffen und dein Team weiter nach vorne pushen? Nach dem Seitenwechsel agiert Mattersburg dann aktiver. Aber Rapid bleibt näher dran an einer Führung. Veton Berisha und der Norweger setzt den Abschluss aus vollem Lauf an die Stange. Schrammt denkbar knapp an seinem ersten Pflichtspieltreffer für Grün-Weiß vorbei. Rapid verabsäumt es, wie so oft zuletzt, in Führung zu gehen und fordert damit irgendwie den Fußballgott heraus. Und der ist offensichtlich an diesem Tag ein Burgenländer. Der SVM denkt sich genug zugeschaut. Jetzt wird selbst gehandelt. Prebljak mit der Hereingabe. Auer kann die Situation nicht klären. Da ist Okugawa. Und da ist das 1:0 für Mattersburg. In Minute 58 stellen die Burgenländer die Partie völlig auf den Kopf. Es folgt der Prototyp einer Jubeltraube. Zuvor ist es kein Abseits von Pink, sondern gleiche Höhe. Und dann streckt sich Strebinger vergebens. Gerald Baumgartner packt wieder einmal sein Goldhändchen aus. Smail Prebljak ist erst wenige Sekunden auf dem Platz. Sein erster Ballkontakt leitet die Führung ein.
Und das 0:1 schockt Rapid und gibt den Mattersburgern einen Schub. Schwab mit dem Ballverlust. Jetzt kombiniert sich der SVM selbstbewusst nach vorne. Perlak lässt sich dann nicht vom Ball trennen. Dann hat wieder Prewliak seine Beine im Spiel. Steckt da perfekt durch und Perlak trifft zum 2:0. Was für ein kurioser Spielverlauf. Rapid lässt Chance um Chance aus und Mattersburg sorgt mit einem Doppelschlag für einen 2-Tore-Vorsprung. Wieder ist alles sauber, zweimal kein Abseits. Zuerst kommt der Ball von einem Rapidler. Dann greift Okugawa nicht ins Spiel ein und Perlak finalisiert dann nach der klasse Ballmitnahme trocken ins lange Eck. 14.400 Zuschauer sehen verrückte Minuten im Allianzstadion und es wäre beinahe noch schlimmer gekommen aus Sicht der Grünen. Doppelchance für Mattersburg. Zuerst Malic per Kopf und Chano lässt dann die Nachschussmöglichkeit aus. Direkt darauf stellt Djuricin dann auf eine Dreierkette um und Rapid fightet sich ins Spiel zurück. Joelton zieht ab. Na bitte, es geht ja doch. In Minute 71 kehrt die grün-weiße Hoffnung auf ein Comeback im Spiel zurück. Beim dritten Saisontor von Joelton blitzt die Klasse des Brasilianers auf. Der eingewechselte Mara wird ausgetanzt. Und da kann Kuster dann nur noch hinterher schauen. Traumtor. Es ist ein mitreißendes Fußballspiel und das Drehbuch wartet noch mit weiteren Highlights auf. Der laufstarke Bolingoli bricht durch und liefert nach seinem vierten Saisonassist eine perfekte Flanke für den eingewechselten Quilitaia und was für eine Parade von Markus Kuster. Schlichtweg sensationell. Danach folgen zwei Aufreger. Schaub steht nach Flanke von Schobesberger deutlich einen Schritt vorne. Der Treffer wird vom Schiedsrichterteam zu Recht nicht anerkannt. Und auch hier liegt Referee Gieshammer richtig. Kein Handspiel von Ortiz im Strafraum. Und das Drehbuch dieser verrückten zweiten Hälfte wartet noch mit weiteren Highlights auf. Tackling von Höller, dann Schobesberger mit der Flanke und da ist der eingewechselte Philipp Prosenik. Doch noch 2:2 in Minute 87 gleicht Prosenik aus, trifft in seinem fünften Saisoneinsatz zum ersten Mal. Auch Djuricin wechselte nur kurz zuvor, nahm volles Risiko. 38 Sekunden war Prosenik erst auf dem Platz. Rapid wirft in der Schlussphase nochmal alles nach vorne, schaut mit dem Kopfball und Kuster kann den Ball dann noch irgendwie unter Kontrolle bringen. Zum 12. Mal verhindert Aluminium einen Treffer für Grün-Weiß. Das ist mit Abstand der höchste Wert aller Bundesligisten. 33 Mal schießt Rapid in diesem Spiel in Richtung Kuster. Das ist der absolute Saisonrekord. An Torschüssen am Ende schaut aber wieder einmal kein Heimsieg heraus. Wie in Spiel 1 in dieser Saison gibt es am Ende bei einem turbulenten Duell Rapid gegen Mattersburg ein ereignisreiches 2:2. Wir haben 33 Torschüsse und machen nur 2 Tore. Also ich glaube, dass wir normal erste Halbzeit schon 2-3-0 führen müssen und in der zweiten Halbzeit genauso. Und durch dumme Eigenfehler gehen die 2-0 in Führung und wir müssen da kämpfen, dass wir nur einen Punkt zu Hause mitnehmen. Rapid ist klar besser, wir gehen aber 2-0 in Führung. Sollten das vielleicht drüber bringen, haben sogar die Chance aufs 3-0. Dann ist es wahrscheinlich erledigt und so ja, drückt Rapid immer mehr und ganz zum Schluss musst du froh sein, dass du einen Punkt mitnimmst. Es ist nicht normal. Es ist wie verhext das Tor für uns in den letzten Wochen, Monaten. Kann es mir auch nicht richtig erklären. Es ist sehr, sehr ärgerlich. Die Mannschaft tut mir leid, weil sie sich einen Sieg verdient hätte. Ich glaube, es war 90 Minuten auf einer schiefen Ebene das Spiel. Haben nur wir gespielt. Ganz eine gute Leistung, aber wie gesagt, das Resultat ist ganz schlecht. Wenn man vor dem Spiel das wissen würde, hätten wir es genommen natürlich, aber wenn du dann 2-0 führst und dann noch die Top-Chance hast aufs 3:0, dann ist es natürlich ein bisschen bitter, jetzt im Moment, aber im Endeffekt hat Rapid sehr viel Druck gemacht, aber wir haben es auch richtig gut verteidigt. Wir wollten es zweite Halbzeit besser machen wie erste Halbzeit, dass wir aktiver sind, haben zwei wunderschöne Tore geschossen und ja, Rapid hat dann alles riskiert und wir haben es aber trotzdem noch gut verteidigt, sodass wir den Punkt mitgenommen haben und der war auch sehr wichtig für uns. Hat man mit diesen zwei Toren, mit dem Unentschieden, das man doch noch erreicht hat, eine richtig ungemütliche Phase verhindert? Ja, auch wahrscheinlich, weil dann hätten wieder alle, die aus den dunklen Löchern kommen, gesagt, wie gut sie was machen und wie schlecht ich was mache. Das kennt man vom Fußball, aber wer das Match heute gesehen hat und auch das Alltag-Match und das Salzburg-Match, der weiß, was los ist. Und mehr sage ich nicht dazu.
Ja, und was hat es heute alles gegeben, was es bis dahin noch nicht gegeben hat bei Goran Djuricin? Der hat heute sozusagen einige Premieren miterlebt. 33 Schüsse wurden abgegeben, gab es unter ihm noch nie. 22 Schüsse von innerhalb des Strafraums, gab es bei ihm noch nie. 67% Ballbesitz, gab es bei ihm noch nie. Nach 2 Tore Rückstand gepunktet, gab es bei ihm noch nie. Aber eins hat es bei ihm auch noch nie gegeben. Toni Pfeffer, 4 Bundesligaspiele. Ist er jetzt sieglos? Ist das eine Krise? Ist das nur ein Hänger? War es einfach ein super Spiel? Wie dunkel sind die Löcher? Ja. Schön, dass bei uns hell ist im Studio. Es ist einfach so, dass man so eine Partie wie heute, die kannst du normal nicht unentschieden spielen. Wenn du 33 Mal auf das Tor schießt und dann trotzdem nur 2-2 spielst und mit Glück dann im Endeffekt noch das 2-2 machst, dann versteht der Goran Djuricin natürlich die Fußballwelt nicht. Das verstehe ich. Aber das hat natürlich mit der Abschlussschwäche dieser Mannschaft zu tun. Und da ist er natürlich dann schon eingebunden in der ganzen Geschichte. Ein wahnsinnig aufregendes Spiel. Und das ohne Aufreger wie rote Karte oder Handtor. Und Gerhard Baumgartner bleibt auswärts beim SK Rapid.